Herzlich willkommen zu unserer Sendung hier auf Hansa TV bei YouTube. Ich begrüße ganz herzlich unseren Vorstandsvorsitzenden Robert Marien und wir wollen ein bisschen reden über viele Dinge, die sich in den vergangenen Wochen ein bisschen angestaut haben. Robert, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst, um hier Rede und Antwort zu stehen. Natürlich gerne. Wir haben aufgerufen, dass die Fans und Mitglieder ihre Fragen an uns schicken können zu großen Themen, die sich in den vergangenen Wochen tatsächlich angehäuft haben. Da geht es zum einen um den möglichen Investoreneinstieg in der DFL. Da geht es um die Ereignisse, die es dort kurz vor Weihnachten beim Auswärtsspiel in Paderborn gegeben hat und generell um ja, Dinge, die auch den FC Hansa Rostock und das Ostseestadion betreffen. Und da wollen wir heute mal versuchen, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Erstmal, wir haben mehr als 60 Mails bekommen von hauptsächlich Mitgliedern. Doch eine überraschend große Zahl, oder? Ja, das freut mich. Also es zeigt ja einen lebendigen Verein. Wenn man solche Formate macht, dann sollen sie auch genutzt werden. Ich mag's. Also ist jetzt für mich eher ein positives Zeichen für eine lebendige Vereinskultur. Wir haben auch gesagt, wir machen das, weil wir eben für Transparenz versuchen, an den Tag zu legen. Und es gab ein bisschen Kritik, gerade was das Thema DFL-Investoren angab, dass sich viele nicht dort mitgenommen und abgeholt fühlen. Von daher haben wir gesagt, haben wir uns für dieses Format entschieden. Genau, brauchen wir jetzt auch nicht lange um heißen Brei rumreden. Ich habe auch ein paar E-Mails direkt bekommen und so weiter. Und du merkst ja dann schon, auch ein paar Briefe, du merkst ja dann schon, dass das Thema in der Mitgliedschaft rumort und sich nicht alle mitgenommen fühlen. Und da kommen wir nachher nochmal für, wie aus meiner Sicht der Werdegang war. Und dann muss man sich den Fragen auch stellen. Deswegen haben wir dann auch gesagt, dass wir so ein YouTube machen wollen, weil nur das oder so ein YouTube-Video, was wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen mitgemacht haben, nur das, glaube ich, allumfassend dann die Antworten geben kann. Natürlich hat der Gegenüber, das müssen wir ja jetzt auch ehrlicher sein, nicht gleich nochmal die Möglichkeit nachzufragen, aber die hatte er. Das werden wir nachher ein Jahr nochmal durchgehen, welche Einbindung hatten wir bis jetzt vorgenommen. Aber grundsätzlich finde ich es nochmal, um das kurz zu machen, gut, dass wir so eine Formate machen, gut, dass dann auch wirklich das so genutzt wird und dann machen wir es lieber ausführlich und dann schauen wir, wie wir weiter beim FC Hansa Rostock miteinander umgehen und wie wir weiter vorankommen. Ja, die Mails, die gekommen sind, waren da wirklich in jeglicher Länge, bis von einem Satz bis zu wirklich sehr ausführlichen Texten, wo sich die Leute auch Gedanken gemacht haben. Und wir haben es versucht, ein bisschen zu sortieren und gerade die häufig gestellten Fragen dann auch an den Anfang zu stellen. Und logischerweise, es wird dich nicht überraschen, die am häufigsten gestellte Frage war, warum hat sich der FC Hansa Rostock für den möglichen Einstieg von Investoren bei der DFL entschieden, also sprich bei der Abstimmung mit Ja abgestimmt. Also das verkürzt jetzt dann so zu machen, das wird schwierig. Ich glaube, dass man da deutlich weiter ausholen muss, weil das wird ein bisschen überspitzt nur an den Investorenprozess dann gekoppelt. Um was geht es eigentlich im Inhalt? Ich glaube, daran sollte man sich ran orientieren. Ich würde sogar dann noch weiter ausholen. Das habe ich auch seinerzeit auch beim Mitgliederbeirat, als wir das Forum da gemacht haben, getan. Wir müssen mal schauen, wofür die DFL seinerzeit mal gegründet wurde. Nicht nur für die Organisation der Wettbewerbe, in denen wir natürlich in der ersten und zweiten Bundesliga spielen, sondern sie wurde gegründet, um die erste und zweite Liga bestmöglich zu vermarkten. Gerade im TV-Bereich gab es damals eine Revolution. Das digitale Fernsehen hat eingeschlagen und das hat man im Wesentlichen genutzt. Und seitdem ist die wesentliche Aufgabe der DFL neben der Organisation der ganzen Spiele die Vermarktung national und international der ersten und zweiten Bundesliga nach dem festen TV-Schlüssel dann, wo die Gelder verteilt werden. Und dieses Geschäftsmodell, das gilt es immer wieder weiter voranzubringen. Und das gilt es auch jetzt. Das ist eigentlich der Ursprung, also die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells aufgrund des geänderten Mediennutzungsverhaltens. Und ich habe das auch mal versucht, sinnbildlich darzustellen. Ich finde, nichts spricht besser dafür als das Handy. Das Handy hat nun mal im Mediennutzungsverhalten inzwischen eine ganz große Wirkung. Und das hätte man sich bei der Gründung der DFL zum Beispiel auch nicht träumen lassen. Bekannteste Handy seiner Zeit war das Nokia 5110. Also kann ich ein Lied von singen, vom Gesimse. Und heute reden wir halt über iPhones, die mit 5G und Ultra-HD-Qualität Sachen transportieren können. Das zeigt einfach, wie sich die Welt des Mediennutzungsverhaltens und uns aller, mir kann kein Fan erzählen, dass er in dieser Welt nicht zumindest ansatzweise irgendwie eine Rolle gespielt hat. So hat sich die Welt verändert. Und jetzt gilt es natürlich auch mit der jetzt geänderten Situation, das Geschäftsmodell weiter nach vorne zu bringen. Das ist eigentlich der eigentliche Ursprung, warum die DFL-Verantwortlichen, ob das die Geschäftsführung oder die Fachabteilung sind, gesagt haben, der Markt verändert sich, wir müssen uns verändern, von Thema Rechteschutz bis hin, wie wollen zukünftige Generationen mitgenommen werden, unter welchen Output-Medien machen wir das Ganze, bis hin zu einer eigenen, ich sag mal so Netflix für die Bundesliga, also wie passiert das unterhalb der Woche.
das Geschäftsmodell ist das eigentliche Thema dieses, über allem steht ein Investorenprozess, ist eigentlich ein Investorenprozess. Und das hat sich für mich auch nie gewandelt. Das ist für mich auch vollkommen verständlich. Ich würde eher sagen, die DFL macht ihren Job nicht, wenn sie nicht immer wieder guckt, wie sich der Markt verändert und wie wir darauf Einfluss nehmen können, also positive Art Einfluss nehmen können, indem wir nämlich bestimmte Wandel mitgehen, bestimmten Situationen noch nicht mitgehen, aber für was stehen wir? Und das hat sich im ganzen Prozess nie geändert. Geändert hat sich wirklich so die Summen und was man da alles hinter verstecken wollte. Und beim ersten großen Prozess, und ich weiß, die Antwort dauert jetzt sehr lange, aber ich musste sehr ausholen, beim ersten großen Prozess ging es eben nicht nur um diesen Business Case, den man uns damals vorgestellt hat, in Größe von ungefähr 750 Millionen Euro, den man auch sehr kleinteilig und sehr gut auch dargestellt hat. Auch da ist natürlich eine Entwicklung in 10 Jahren, kannst du nicht vollumfänglich abbilden, aber du kannst zumindest eine Idee, Strategie und Konzepte ableiten. Da wollten wir über 2 Milliarden Euro einsammeln. Da ging es neben 750 Millionen für das Geschäftsmodell plötzlich um 300-400 Millionen, die man in Stadien investieren will. 5G und was weiß ich nicht alles, mag eine gute Idee sein, ist dann aber irritierend, dass das am TV-Geldschlüssel dann verpackt werden sollte und vor allem ja die Stadien, die TV-geldmäßig längst 5G haben und die neuesten modernen Sachen haben, lustigerweise ja auch die Stadien sind, die 2006 von der WM profitiert haben und jetzt bei der EM 2024 auch die großen Profiteure sind, auch mit großen Steuermitteln, brauchen wir auch nicht lange drum heißen Brei reden, wo die Nationalmannschaft ständig irgendwie aktiv ist, also die großen Mieten erzielt werden. Die brauchen das alles gar nicht. Und die Kleinen, die eine ganz kleine Summe kriegen, die hätten solche Megaprojekte umsetzen müssen. Das hat für uns schon damals nicht zusammengepasst, im zweiten Topf. Und der dritte Topf, der war für mich noch viel abenteuerlicher. Da ging es um das freie Geld, also da ging es um eine reine Geldschwemme. Und das ist dann wirklich Investorenprozess. Ich sammle einfach viel, viel, viel Cash ein, um mein Produkt angeblich mitzumachen und das Rattenrennen in Europa mitzugehen. Das hat für viele in der DFL ja damals auch dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, das machen wir nicht, weil da geht es nicht um den Kern, was die DFL eigentlich machen soll, das Businessmodell weiter vorbereiten, auf das geänderte Mediennutzungsverhalten zu reagieren mit einem ganz klaren Plan. Da ging es um eine rigorose Geldschwemme. Aber was hat sich jetzt geändert zu der Entscheidung im Mai, als es von Hansa ja noch ein relativ rigoroses Nein, das machen wir nicht mit, hin zu der Entscheidung Ende des vergangenen Jahres, jawohl, das können wir uns zumindest vorstellen, dass dort die Gespräche weitergeführt werden. Indem es einzig und allein um den Business Case ging, das Geschäftsmodell voranzutreiben. Das stand jetzt diesmal absolut im Mittelpunkt. Was brauchen wir da? Wir holen auch nicht mehr Geld, wir verkaufen auch nicht von einer neu gegründeten Gesellschaft ansatzweise mehr Prozente, als wir müssen. Es geht wirklich einzig und allein um den Business Case. Wie kann man diesen gestalten? Und das war für uns überhaupt Teil der Gesprächsgrundlage. Und natürlich, dass wir uns auch mit anderen Finanzierungsformen gestellt haben, weil hinter Investor versteckt sich eigentlich nichts anderes als in dem Fall jetzt Private Equity Verfahren. Es hätten ja auch andere Maßnahmen sein können, die auch dann den Namen Investor verdienen, aber hätte auch ein strategischer Partner sein können. Was ist eine strategische Partnerschaft? SAP könnte ein strategischer Partner sein, Eventim könnte ein strategischer Partner sein, wenn man also um Datenanalyse geht, wenn man um feste Ticketing-Systeme geht für die ganze Bundesliga, holt man sich einen Partner rein, akquiriert damit Geld, dass der natürlich dann mit seinem Know-how, aber auch die Liga weiter vermarkten darf in dem Bereich. Das sind strategische Partnerschaften, längst nicht nur auf die beiden begrenzt, sondern ich versuche nur mal ein Beispiel zu geben. Man hätte sich natürlich auch der Frage stellen können, ist die Bundesliga an sich ausvermarktet. Ich habe gesagt, das gehört jetzt einfach zur Wahrheit dazu, unabhängig davon, ob ich einen Befürworter dafür bin. Da ging es dann um Themen wie Namensrecht der Bundesliga, was thematisiert wurde, was hat das für einen Wert, will man das überhaupt wirklich und so weiter. Aber das ist natürlich auch eine Finanzierungsform, wo man sagt, haben wir weitere Mittel dann zur Verfügung, die wir in den Business Case stecken können. Bis hin zur Fremdfinanzierung, ganz klassisch, kennt jeder vom Hausbau. Ich kenne nur wenige Menschen, die in der Lage sind, ein Haus einfach nur bar hinzulegen, sondern oft ist es ja eine Mischfinanzierung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, aber dass man sich also bei einer Bank einen Kredit für diese Investitionsmaßnahmen holt. Und das stärkste Thema, von was ich immer Fan bin, wenn es denn die Möglichkeit geht, ist die Binnenfinanzierung, also alles mit eigenem Kapital zu decken, um sein Geschäftsmodell voranzubringen. Diese ganzen Formen sollten seinerzeit geprüft werden, aber für uns stand an jedem Maßgabe der Überlegung, es darf nur um den Business Case gehen, also nur um die Weiterentwicklung des Geschäftes und dann im zweiten Step, welche Finanzierungsformen sind möglich. Und diese Parameter haben sich so geändert, dass dann die Entscheidung eher pro weiterer Gespräche dann sich entwickelt hat? Bei der ersten Frage, dass es nur noch um den Business Case gehen soll, ja, das hat es getan. Das stand nicht nur verstärkt im Vordergrund, das stand nur noch in dem Vordergrund. Also das ist das wichtigste Modell.
Bei der Art der Finanzierungsform bin ich nicht glücklich, das sage ich auch. Es ist eher so nachher, was bleibt übrig? Was ist quasi wie eine Alternativlosigkeit? Gefällt mir überhaupt nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Beim FC Hansa Rostock sind wir ein ganz klarer Fan der Binnenfinanzierung gewesen. Aber ich habe mich dann auch den Realitäten zu stellen, dass es dafür keine Mehrheiten geben wird. Und das ist auch eine große Frage, die der Fußball sich stellen muss. Ich meine, wir in der ersten und zweiten Liga ist das ein Milliardengeschäft, was wir am Umsatz machen. Und wir sind nicht in der Lage, ich sage mal, auf 6, 7 Jahre verteilten Business Case von 750 Millionen aufzunehmen. Das ist fast schon lächerlich, das muss man wirklich so sagen. Als FC Hansa Rostock steht es uns natürlich nicht zu, auf andere Vereine grundsätzlich jetzt speziell zu zeigen und zu sagen, ihr habt euch in so einer Alternativlosigkeit bewegt, dass ihr dieses Binnenfinanzierungsmodell nicht machen könnt. Indem sie von ihren TV-Erlösen beispielsweise mehr frei abgeben, haben natürlich dann weniger zur Verfügung, um dann das Geschäftsmodell voranzubringen, sondern die brauchen das, um ihren Haushalt zu finanzieren. Das haben wir bei FC Hansa Rostock auch jahrelang gemacht. Deswegen, habe ich gesagt, geht es mir nicht darum, speziell einen Verein anzuklagen, sondern wir müssen uns im Fußball wirklich fragen, wirtschaften wir an sich gesund, dass wir uns diese Frage nicht ernsthaft stellen können, weil so groß ist die Summe dann ehrlicherweise auch nicht. Aber in den Gesprächen war relativ schnell festzustellen, dass es eine Alternativlosigkeit fast schon nachher gibt. Strategischer Partner ist nicht alternativlos und man hätte sicherlich auch über das Namensrecht der Bundesliga dann diskutieren können, aber eine Binnenfinanzierung war nicht möglich und eine Fremdkapitalfinanzierung klassische auch nicht, weil es gibt nur wenige Banken, die, glaube ich, dann aber auch eher dann mit horrenden Zinsen wirklich dann, ich sag mal, 1 Milliarde an Summe rausgeben, weil da sind noch Abfederungssummen und strategische Reserven dann natürlich zu machen bei so einer klassischen Business-Case-Finanzierung, aber die so eine Finanzierung rausgeben ohne Sicherheit. Und die einzige Sicherheit, die die DFL hat, sind die TV-Rechte. Und zur Wahrheit gehört einfach dazu, dass ganz viele Vereine ihre TV-Rechte entweder schon forwardiert haben, also Erlöse der Zukunft sich schon auszahlen lassen haben, oder diese Rechte vielleicht gegebenenfalls selber irgendwo als Sicherheit bei irgendeiner Bank hinterlegt haben. Und dann hast du natürlich einfach keine Rechte, die du reinpacken kannst. Oder du hättest die Rechte zurückholen müssen, was dann auch wieder für andere Baustellen sorgt. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu, dass diese beiden Sachen aus eigener Fehlplanung, schlechten Wirtschaften, überspitzen wir es doch mal so ruhig, können wir auch ganz übertrieben so sagen, weil wir stellen uns ja in Deutschland auch mehr so hin, als wenn wir die Einzigen sind, die im Fußball richtig seriös wirtschaften, dann frage ich mich schon, warum diese beiden Finanzierungsformen aufgrund dieser Art und Weise gar nicht in Frage gekommen sind. Das ist aber die Realität, der haben wir uns zu stellen. Trotzdem geht es aus unserer Sicht, das Geschäftsmodell voranzubringen. Ich habe auch keinen der 36 oder 35 anderen Clubs gesehen, die überhaupt ansatzweise die Weiterentwicklung des Geschäftes in Frage gestellt haben. Das steht unumwunden fest. Sicherlich hat der eine die Prio da mehr drauf und der andere die Prio darauf. Da können wir uns auch drüber unterhalten. Aber das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln an sich stand nie in Frage. Das ist wirklich immer die Botschaft gewesen, dass wir das weiterentwickeln müssen. Nur, wie finanzieren wir das Ganze? Und das kommt nicht in Frage, das kommt nicht in Frage. Und dann bist du natürlich nachher irgendwann gebunden, okay, ein Private Equity Partner, das ist auf dem freien Markt in der Wirtschaft eine Möglichkeit, Geld zu akquirieren. Wenn ja, wie kannst du es machen? Wie kannst du es bestmöglich abschneiden lassen? Ein Private Equity Partner, der versucht grundsätzlich aus seiner Überzeugung an sich natürlich auf das Geschäftsmodell dann auch einzudringen, weil er natürlich die Rendite hochtreiben will. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Was ist seine Erwartungshaltung, da Geld reinzugeben? Er möchte Rendite erzielen. Er glaubt erstmal an den Business Case. Machen wir uns aber auch nichts vor. Manchmal möchte er auch gerne mehr an den Business Case. Und für uns stand dann, war es wichtig, dann natürlich die Einflussmöglichkeiten des Investors klar zu begrenzen mit diesem Geschäftsmodell, dass er dort kein Mitspracherecht hat, dass die Hoheit einzig und allein bei den 36 Vereinen liegt. Dann ging es eher nachher darum. Aber sich grundsätzlich dieser Finanzierungsquelle komplett zu verschließen und damit quasi die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells hier vorantreiben zu können, das waren nachher die Alternativen, von denen wir gestanden sind. Ja, es gibt so ein paar spezielle Fragen dazu, vielleicht aber noch mal ein, zwei grundlegende Fragen. Eine der wirklich am häufigst gestellten Fragen noch war es, warum ist da nicht irgendwie eine Mitgliederbefragung dazu gemacht worden oder warum hat man nicht zumindest auf der Mitgliederversammlung oder vielleicht sogar auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung darüber die Mitglieder entscheiden lassen, wie der FC Hansa Rostock sich zu dieser ganzen Thematik positioniert, vor allem, wenn es aus einem Nein jetzt ein Ja gibt. Ich versuche das mal komplett aufzudröseln. Ich habe da ja auch einige Gespräche geführt. Als im Mai die erste Entscheidung stattgefunden hat und dieser Prozess ja eigentlich von Hansa Rostock nur mit übernommen wurde, weil den gab es schon vor unserer Zeit,
die Weiterentwicklung. Also es wäre ja schlimm, wenn man sich da erst kurzfristig mit beschäftigt hatte von DFL-Kreisen. Da hat im Kosmos Hansa Rostock, so ehrlich müssen wir wirklich sein, das überhaupt gar keine Rolle gespielt. Hat ich zumindest das Gefühl, war glaube ich einer der wenigen, der sich da seinerzeit mit beschäftigt hat, weil wir natürlich beim FC Hansa Rostock auch absoluten Klassenerhaltskampf gestanden haben, glaube ich, ganz andere Themen auf der Agenda haben, also wann dazwischen den Welten waren. Selbstverständlich hat man es da auch auf die Agenda bei einer Aufsichtsratssitzung oder sonstiges gesetzt. Und meine Botschaft war damals relativ klar, wir konnten uns in der Tiefe als Verein damit nicht beschäftigen. Deswegen musst du dich eigentlich enthalten. Das habe ich auch allen gesagt. Also wir haben es ja nicht geschafft, da Mitgliederforen zu organisieren, also es in den Mitgliederbeirat zu bringen, weil das hat damals nicht stattgefunden. Auch im Aufsichtsrat stand es auf der Agenda. Wir hatten aber nicht die Zeit, uns in der Tiefe damit zu beschäftigen. Ich habe es dann kurz vorgestellt und deswegen war für mich der Grundsatz, okay, eigentlich musst du dich enthalten. Du hast als Verein nicht die Möglichkeit gehabt, dich tiefgreifend A, selber in den Gremien zu beschäftigen und dann vor allem auch in die Kommunikation mit den Mitgliedern entsprechend einzutreten. Es hat dann trotzdem zum Nein geführt. Das hatte auch verschiedene Gründe. Gerade der Topf 2 und Topf 3 war einer der Gründe, wo wir gesagt haben, also unabhängig davon, dass wir uns jetzt mit dem Prozess nicht in der Tiefe beschäftigen können, eine Geldschwemme, die einfach nur Gehälter teuer macht und wo es um Rattenrennen in Europa geht, ist ein No-Go. Das war eine gewisse Grenzüberschreitung. Das Einflussrecht des Investors war gar nicht tiefgreifend aus unserer Sicht geklärt, auch wenn man da gesagt hat, man bereitet das ja nur vor, das ist ja noch keine endgültige Abstimmung. Das Miteinander, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Die fehlende Transparenz, die ging mir ehrlich gesagt richtig auf den Sack. Das hat dazu geführt, dass wir dann sehr kurzfristig auch noch gesagt haben, also weg von meiner Enthaltung, klares Nein. Das sind nämlich die ganz klaren roten Linien, die für uns im Miteinander nicht überschritten werden sollten. Und da haben wir uns auch ganz klar auch in der Versammlung der Mitglieder, Mitgliederversammlung der DFL, als glaube ich als einer von fünf Vereinen auch ganz klar positioniert und auch Redebeiträge gehabt, weil so geht es nicht. Viel zu wenig Fakten, viel zu wenig Zeit. Zeit ist nachher noch mal ein anderer Faktor bei dem anderen Thema. Das kann nur ein Nein geben. Das kann nur mit einer schallenden Ohrfeige beantwortet werden. Da muss man sich dann auch nicht im Nachgang, das habe ich auch persönlich gesagt, auf einer Pressekonferenz dann wie eine beleidigte Leberwurst sich dahinstellen, weil man einfach nur einen Prozess wie nichts Gutes durchtreiben wollte und die Leute nicht mitgenommen hat, also auch uns als Vereine nicht mitgenommen hat. Das konnte nur scheitern aus meiner Sicht und das gehört dann auch klar mit Nein beantwortet. Das war der Grund, warum wir damals sehr klar dann noch von einer Enthaltung, weil wir uns als Verein in der Tiefe nicht mit beschäftigen konnten, dann doch ganz klar gesagt haben, nee, da sind schon so ganz klare Grenzüberschreitungen bei, das können wir schon so beantworten, nein. Gut, und dann gab es das Nein. Wahrscheinlich hat das dann auch wenig Leute berührt, dass es dieses Nein gab, weil es vielleicht für das Empfinden der Leute, die sich gern artikulieren, die richtige Entscheidung war. Umso mehr natürlich logischerweise jetzt der Aufschrei derer, die sich darüber wundern, dass aus dem Nein ein Ja geworden ist und sich da mehr Mitnahme gewünscht hätten. Korrekt. Wir hatten damals ein Abschlussinterview gegeben, glaube ich, beim NDR. Da hat man das, hatte ich es beantwortet, ist ja auch ausgestrahlt worden, dass wir ja nicht grundlegend gegen das Businessmodell sind, sondern was die Ablehnungsprozesse sind. Habe ich da vielleicht ein bisschen diplomatischer ausgedrückt, als ich es jetzt gerade getan habe. Was ist auf dem Weg passiert, das hatte ich schon gesagt, wir haben uns nur mit dem Business Case beschäftigt, den ich auch für total sinnvoll halte. Ich kann da auch nicht gegen meine inhaltlichen Überzeugungen, wenn man sich mit der Materie ordentlich beschäftigt, stimmen, ohne da jetzt auch immer leichter Fachmann zu sein. Aber die Resonanzen sind so, sonst haben wir ein Vertrauensproblem mit den DFL-Leuten, die dort sitzen, die für uns am Markt nun mal auch die TV-Ausschreibung alles machen. Also inhaltlich bin ich total beim Business Case, egal ob der jemandem gefällt oder nicht. Auch nicht alles ist für den FC Hansa Rostock wichtig, aber grundlegend die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells ist wichtig aufgrund des geänderten Mediennutzungsverhaltens. Auch ich bin jemand, der lieber gerne im Stadion ein Spiel sieht, aber gehört auch zur Realität, dass ich auf dem Handy auch die zweite Bundesliga der Konkurrenten schaue. Das hat dazu geführt, dass wir uns grundsätzlich mehr mit der Thematik beschäftigt haben und die Einflussnahme der Mitglieder war auch der Geschwindigkeit dann natürlich geschuldet. Den können wir sehr wohl kritisieren. Schon wieder sehr, sehr schnell dieser Prozess, was mich auch total stört, hatte mit der TV-Ausschreibung dann zu tun. Also wir haben uns das in der DFL ja selber angelacht, das Problem. Im Mai hatten wir noch eine Interimsgeschäftsführung, die diesen Prozess ja eigentlich durchführen wollte. Die ist dann gegangen. Dann haben wir sehr, sehr lange einen Geschäftsführer gesucht. Dann haben wir zwei, die mit dem Prozess schon involviert waren, zum Geschäftsführer gemacht. Der hat den Prozess wieder aufgenommen. Also wir haben sehr viel Zeit verloren bis dahin. Das war das eine, warum es überhaupt so schnell gehen musste. Und das hat dazu geführt, dass wir uns natürlich in der Sachlage, wie können wir uns jetzt als Verein damit beschäftigen überhaupt,
dann geführt hat, okay, wie kannst du die Mitglieder mitnehmen? Ich habe seinerzeit das auf die Sitzung im Aufsichtsrat gesetzt, habe dann auch ganz klar gesagt, dass man Kontakt zum Mitgliederbeirat sucht, indem man eine extra Sitzung dazu macht, der Mitgliederbeirat dazu aufruft und wir auf der Mitgliederversammlung das auch so sagen, dass wir einen Absprache mit dem Mitgliederbeirat dann dazu nochmal einladen und die Leute natürlich dann alle kommen können. Das war für vielleicht nicht die perfekte Einbindung der Mitglieder, kann man sich immer im Nachgang streiten, war auch der Geschwindigkeit geschuldet, aber wir hatten gesagt, die Thematiker, wenn man überlegt, wie lange mein Beitrag schon auf der Mitgliederversammlung war, ist das Thema ja nicht ausgespart worden im Vorstandsbericht, sondern es ist ganz klar verwiesen worden, dass wir dazu nochmal gesondert einladen. Jeder wusste, am 11.12. ist die Veranstaltung, wie viel Zeit liegt dazwischen, dass wir dann im Mitgliederbeirat dazu diskutieren. Und diese Einladung ist passiert. Ich glaube, seinerzeit sind 40, 50 Leute dort erschienen. Ich bin dann auch ehrlich, ich habe gedacht, okay, das ist wie beim ersten Prozess. Das ist eine Fehleinschätzung, muss ich mir dann auch natürlich auch immer ins Spiegel schauen, dass ich gedacht habe, okay, ist es wirklich so ein brennendes Thema anscheinend? Also an sich, diese Materie, wenn dann nur 40, 50 Leute kommen. Auf der anderen Seite haben wir alle Möglichkeiten genutzt, damit die Mitglieder da teilnehmen können. Das ist auf einer anderen Seite. Aber es haben 40, 50 Leute da genutzt und der Verein hat sich ganz klar dort auch den Fragen gestellt, die jetzt vielleicht genau die gleichen sind. Hat ganz klar gesagt, warum er für ein Jahr ist. Und es war jetzt eben nicht diese totale dagegen sein, sondern es war schon so, dass man sich auch eine Binnenfinanzierung, glaube ich, gewünscht hätte. Da gehe ich auch komplett mit. Aber es war jetzt nicht so, dass wir ein ultramäßiges Problem haben. Wir müssen hier eine riesen Mitgliederbefragung draus machen. Da müssen wir uns auch alle gerade machen. Wir können auch alle gerne auf mich gucken. Ich stelle mich dem Ganzen auf, wo ich dann vielleicht Fehler gemacht habe. Aber das ist meine Wahrnehmung gewesen vom Prozess. Und dann muss ich selber sagen, jetzt sehen wir ja auch, wie viele Rückfragen dazu kommen. Da muss sich jeder ehrlich sagen, wie hat er sich in den Prozess eingebracht? Wie viele Fragen gab es dann auf der Mitgliederversammlung dazu? Null. Hatten wir schon mal vorhin sehr kurzfristig einberufen, wenn ich da an die 3G-Geschichte denke, wo innerhalb von 2 Tagen sehr wohl 400 Leute da waren. Also wir haben sehr wohl immer Prozesse gehabt, die Leute interessiert haben, wo sie dann gekommen sind. Das hat damals alles nicht stattgefunden. Vielleicht, und das hast du auch angedeutet, dass viele davon ganz klar ausgegangen sind, wir werden schon mit einem Nein stimmen. Da muss man sich aber fragen, sind wir bei den inhaltlichen Themen oder sind wir bei ideologischen Themen? Auch das können wir ehrlich diskutieren. Und auch das ist ja eine Frage, ist das eine Entscheidung von Robert Marien gewesen in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender /Geschäftsführer oder ist das mit mehreren Gremien außerhalb des Mitgliederbeirates, wo eben die Stimme der Mitglieder in einer komprimierten Form außerhalb der Mitgliederversammlung dann auch zu hören sind? Es ist schon wesentlich eine Entscheidung der Geschäftsführung, die jetzt, glaube ich, nicht von irgendeinem weiteren Gremium dann in der Form gesagt wurde, so geht das nicht. Sondern schon so, okay, das ist das Gremium, was sich in der Tiefe damit die letzten Wochen und Monate beschäftigt hat. Man hat informiert, man hat die Leute versucht mitzunehmen, man hat sich nochmal die Mitgliederfragen und so weiter gestellt und dann er votiert dafür, man hat gar keine andere Herangehensweise, ist noch der Meinung, steht da außerordentliche Mitgliederversammlung, die dann aber auch schwierig ist, in der Zeit zu realisieren, also wann dieser Prozess wieder gemacht worden ist, das halte ich eigentlich für nicht möglich. Aber hätte man ja sagen können, wir machen es wirklich auf der normalen Mitgliederversammlung, ändern nochmal kurzfristig die Tagesordnung, so ein Antrag hätte ja auch gestellt werden können. Das ist nicht passiert. Aber jetzt, dass man jetzt irgendwie sagt, also ein Aufsichtsrat wurde jetzt noch speziell mit Beschlussantrag oder sonstiges, das haben wir nicht gemacht. Wir haben informiert, da will ich jetzt auch lügen, das ist nicht meine Art, das ist nicht passiert, sondern wir haben, glaube ich, alle beim FC Hansa Rostock dann, und diese Kritik müssen wir uns alle stellen, jeder, der jetzt auch eine andere Meinung ist, wie hat er sich vorher in die Thematik eingebracht und ich muss mich dann auch kritisieren lassen, habe ich wirklich vielleicht die richtigen Fragen gestellt. Aber ich habe nie, wie ich es immer mache, glaube ich, auch wenn ich eine andere Meinung habe, damals auch zum Thema 2G, 3G durchaus in der Mitgliederform ja auch vielleicht versucht, eine Gegenposition mal einzunehmen. Aber grundsätzlich sind wir solchen Sachen noch nie aus dem Weg gegangen und Entscheidungen der Mitgliedschaft sind für mich auch immer bindend, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Hier sind einige relativ spannende und für mich sogar Fragen aufgetaucht, die ich so gar nicht erwartet hätte. Zum Beispiel hat sich Hansa oder eben Robert Marien von anderen Vereinen oder auch beispielsweise Personen wie Joachim Watzke auch unter Druck setzen lassen, dafür zu stimmen, weil es im Interesse von anderen Vereinen ist, eben auch die Stimmen von vermeintlich kleineren Vereinen mit einzusammeln. Ich meine, wer dich kennt, würde diese Frage nicht stellen, aber wir haben ja gesagt, dass wir versuchen, hier wirklich alle Fragen zu beantworten. Nö. Spielt für mich 0,0 eine Rolle. Ich gucke, ich bin Vorstandsvorsitzender des FC Hansa Rostock. Ich habe den FC Hansa Rostock zu vertreten. Natürlich sind wir dort einer von 36 und haben natürlich auch immer darum zu gucken, wie bleibt die Solidargemeinschaft zusammen, weil es geht dann natürlich auch im Wesentlichen, was bei passiert, wenn wir jetzt hier
gar nicht weiterkommen. Da muss man schon darüber reden. Solidarmodell ist definitiv dann in Gefahr, gar nicht mit einer Drohkulisse, sondern das ist einfach die Natur der Sache. Was passiert dann nämlich danach bei einem Nein? Da muss es ja eine Alternativantwort geben. Die hat ja keiner. Keiner mag diese Frage auch im Raum stellen, weil sie immer gleich als Druckmittel identifiziert wird. Aber wir lassen uns 0,0,0 von anderen Vereinen unter Druck setzen oder sonstiges. Ist also auch überhaupt nicht, auch nie mit dem Käsestück locken, so nach dem Motto, gibt auch die Gegenposition. Wenn du das machst, dann das spielt für uns gar keine Rolle. Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe auch mit Leuten auch noch mal 11.12. gesprochen, die ein sehr klares Nein haben. Also auch wirklich aus Überzeugung ein Nein haben. Der FC Magdeburg war einer der, also gerade zumindest vielleicht unabhängig der Geschäftsführung, aber was die Mitgliedschaft gesagt. Und ich habe mit dem Matthias Niedung da als Aufsichtsratsvorsitzender gesprochen, wo wir auch sehr diskutiert haben darüber. Wir kennen es auch schon länger. Habe auch sehr viel mit Kai damals gesprochen, der jetzt leider verstorben ist, mit Kai Bernstein von Hertha BSC Berlin. Da hat man sich ja auch so ein bisschen inhaltlich ausgetauscht, weil das immer schon Gesprächspartner waren, mit dem ich mich sehr, sehr viel ausgetauscht habe, auch wenn man nicht immer 100% einer Meinung ist. Aber auch mit Gesprächspartnern gesprochen, die Nein gesagt haben, aber inhaltlich ganz anderer Meinung waren, aufgrund von Mitgliederbeschlüssen oder dann auch froh waren, dass andere für sie in die Bresche gegangen sind. Ich habe gesagt, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Also wenn man eine klare Position hat, hat noch nicht mal ein richtiges Mitgliedervotum und geht trotzdem der Konfrontation dann aus dem Weg oder der vermeintlichen Konfrontation danach, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das gab es dort auch alles, aber ich habe das schon gesagt, also inhaltlich waren sehr, sehr viele Geschäftsführer, das gehört einfach zur Wahrheit dazu, ganz klar beim Ja, weil sie das Businessmodell voranbringen wollen und wussten um die Alternativlosigkeit, ob das denn ganz alternativlos ist, wie gesagt, die Frage ist, die Alternativen, wie schön waren die dann? Vermarktung des Bundesliga-Naming-Right oder was ja auch von Köln reingebracht wurde, noch mehr Entzehrung von des Spieltages, um auf dem TV-Markt vielleicht anderweitig Geld zu erzielen. Da müssen wir uns auch den Realitäten dann stellen. Da habe ich schon sehr viele gesehen, die dann inhaltlich ganz klar beim Ja waren. Unser Wunschmodell ist es aber trotzdem nicht. Mhm. Spannende Frage, falls Hansa absteigen sollte. Wir wollen mal ganz stark hoffen, dass das nicht passiert. Dann hätte der Verein gar nichts davon, dass jetzt in die DFL investiert wird, dass dort mit Investoren gesprochen wird. Hat das auch eine Rolle gespielt bei den Überlegungen? Es kann eher im Mai dann in der Entscheidung, weil dann geht es nämlich um Rattenrennen und eine Entfluchtung des Ganzen. Hat die dritte Liga ja auch damals in Form einiger Vereine etwas zugeschrieben. Hätten sicherlich auch Klage erhoben, weil dann ist es wirklich eine Wettbewerbsverzerrung. So geht es um die Weiterentwicklung des überhaupt des Geschäftsmodells der DFL, wofür sie überhaupt gegründet wurde. Es spielt gar keine Rolle, in welcher Liga wir jetzt im Moment spielen. Wir sind verpflichtet, jetzt erstmal die DFL bestmöglich so auszustatten, damit wir dort, wir waren ja Gründungsmitglieder der DFL, ne? Also als FC Hansa, das sollte man auch nicht vergessen, damit die ihren Job machen können. Und da kann das Einzelinteresse nach dem Motto, ja, ich entscheide mal je nachdem, wo in welcher Liga ich habe, kann für die nächsten 10, 15 Jahre keine Rolle spielen. Das geht nicht. Und es hat auch nichts mit Entfluchtung zu tun, dass die uns dann weiter wegmarschieren, also in den Geschäftsmodellen. Nee. Ich glaube eher, dass es andersrum gekommen wäre, sogar, wie gesagt, wenn es zu einem Nein gekommen wäre, bloß weil man darauf guckt, in welcher Liga man gerade schielt, dass wir uns dann der Frage gestellt hätten bei einem Nein, gilt das Solidarmodell? Wird die zweite Liga vielleicht noch andere Vermarktungsschlüssel bekommen? Wird die erste Liga sich vielleicht alleine vermarkten? Oder versuchen es auch nur 6, 7 einzelne Vereine? Ich habe gesagt, der Koffer danach, der Möglichkeiten, hätte jedem freigestanden. Und ich habe gesagt, und wenn ich natürlich immer beim Nein bin und der andere aber sagt, er muss sein Geschäftsmodell voranbringen, dann muss man natürlich auch, wer A sagt, auch B sagen. Ich habe gesagt, das stört mich so ein bisschen beim Prozess. Nein sagen, aber dann sauer sein über die Antwort des anderen, wenn der dann sagt, okay, ich habe jetzt auch nicht gedroht oder sonstiges, weil es gab keine Drohkulisse, sage ich auch immer ganz klar, von keinem Verein, zumindest in meiner Richtung auf gar keinen Fall. Dann zu sagen, natürlich muss ich ihm dann aber auch lassen, was er mit dieser Antwort macht. Ich habe gesagt, wir tun ja so, als wenn beim Nein alle anderen trotzdem die Füße still zu haben, die halten haben, die vielleicht einer anderen Meinung sind. Die hätten natürlich nach anderen Möglichkeiten gesucht. Das gehört doch einfach dazu, zur Realität. Apropos andere Möglichkeiten, hat Hansa noch mal überlegt. Natürlich ist mit Rolf Ergete jemand da, der als Investor schon dem FC Hansa zur Seite steht.
eigene Möglichkeiten, mit Investoren zu sprechen, nochmal voranzutreiben? Oder steht das völlig außen vor und ist die Partnerschaft so gut und so fest, dass das auch gar nicht notwendig ist? Weil das war tatsächlich in einigen Mails die Frage, ob man sich alleine auf Rolf Ergeti verlassen möchte. Nicht, dass man dann irgendwann mal völlig ohne was da steht, wenn man nicht mehr in der zweiten Liga spielt, wenn vielleicht es in der Richtung Rolf Ergeti vielleicht mal knirschen sollte. Wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, dann ist die Frage, ob wir uns mit Investoren beschäftigen. Korrekt. Nein. Nein. Ich glaube, das ist auch nicht die Wunschlösung, dass wir Hansa Rostock da seinerzeit gewesen sind. Wir können Rolf Ergeti extrem dankbar sein, aber wir müssen auch mal auf den Moment gucken. Und ich glaube, wenn es nicht Rolf Ergeti wäre, in der Art und Weise, wie er sich auch in den letzten Jahren, er hat ja alle seine Versprechen auch gehalten, das müssen wir auch mal ganz klar hier sagen. Ne? Also, und teilweise darüber hinaus. Ja, und auch darüber hinaus. Er hat sich nicht in den Verein eingemischt und so weiter und so fort. Also da muss ich mal ganz klar sagen, das ist ja auch nicht das Wunschmodell des FC Hansa Rostock grundsätzlicher Art gewesen. Ohne Rolf wirklich Ansatz. Und wenn er es nicht gewesen wäre, in der Art und Weise, wie eine Ausgliederung überhaupt stattgefunden hat, mit Mitgliedereinbringung, also es hat ja, ich habe den Prozess wirklich sehr, sehr lange mitgemacht, bis ich ihn ja dann auch auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit über die Ziellinie bringen sollte. Also das hätte es sonst nie gegeben. Und deswegen beschäftigen wir uns auch überhaupt nicht mit anderen Investoren. Ich glaube, Hansa soll den Mitgliedern gehören. Und das sind, wenn man so möchte, haben wir im Moment fast 26.000 Investoren. Ja. Das sind unsere Investoren. So stellen wir uns den Verein vor. Das ist mein Mitgliederauftrag, den ich jetzt immer bekommen habe, unabhängig, ob ich jetzt auf dem Stuhl sitze oder ein anderer. Ich glaube, die Mitgliedschaft ist da relativ klar und deutlich, dass man keine Verschiebung von irgendwelchen Prozenten oder sonstiges möchte, kein Gediele mit den FC Hansa Rostock-Anteilen und so weiter. Also, wir reden viel zu lange über eine Schwachsinnsfrage. Tut mir leid. Also ich möchte ihm jetzt auch nicht zu nahe treten. Nein, nein. Aber wir haben gesagt, das ist wirklich alle, ganz, ganz, ja, natürlich. Alle Fragen auch zu darf auch. Aber wie lange man sich mit einer Frage beschäftigt, stellt ja, ist ja auch schon. Also, nein, ist einfach, das ist, also wenn die Mitgliedschaft mal was anderes entschließen sollte, dann muss sie das auf der Mitgliederversammlung machen. Dann ist das ein Auftrag. Aber es ist ja auch schön, dass ich dieses gespannt zu hören. Genau, ich wäre gespannt, aber es ist ein Nein. Ja, so sieht's aus. Eine Frage, die auch des Öfteren aufgetaucht ist, wie steht man denn zu vielleicht möglichen Einmischungen von Investoren, also was beispielsweise Spiele im Ausland angeht, was Spiele angeht, die zu Anstoßzeiten stattfinden sollen, die man bisher so nicht kannte, Ticketpreiserhöhung und so weiter und so fort. Ticketpreiserhöhung hat jetzt mit der TV-Vermarktung natürlich überhaupt nichts zu tun, aber auf die anderen Themen. Das war auch Fragen, die ich auf dem Mitgliederbeirat dann in den Foren gekriegt habe, die ich im Nachgang viel gelesen habe, die mich selber angeschrieben haben. Und da muss ich mal ganz klar sagen, also wir haben rote Linien definiert für uns als FC Hansa Rostock. Da kommen wir nachher später nochmal drüber zu sprechen, wenn wir überhaupt über sowas reden. Da muss es eine Gesellschaft, also muss eine Gesellschaft gegründet worden, und da muss von Anfang an sichergestellt werden, dass es diese Einflussmöglichkeiten nicht geben kann. Das ist sichergestellt durch das jetzige Modell. Also so, wie es uns vorgestellt ist. Das muss ja noch natürlich dann final beschlossen werden, durch Satzungsänderungen und so weiter. Vielleicht auch noch ein spannendes Thema, weil so ganz 100% durch ist er dann auch noch nicht. Bis man, ja, da ist auch tatsächlich noch mal eine Frage nachher kommt. Dazu. Das muss man auch noch mal sehr klar sagen. Aber Einflussmöglichkeit, Investor ist ein absolutes No-Go. Auf Spieltagsgeschehen in jeglicher Form, egal an welchem Ort, egal mit welchen Zeiten und so weiter. Das ist für uns eine rote Linie. Ich komme jetzt aber auch mal auf so etwas ganz anderem zu sprechen. Das habe ich denjenigen auch immer wieder gesagt. Was hatten wir denn in den letzten 10, 15 oder 20 Jahren an Spieltagsformaten? Montagsspiele. Das haben wir auch ganz ohne Investor geschafft. Wir 36 Vereine sollen auch weiterhin die Marschrichtung der TV-Vermarktung vorgeben. Das haben wir bis jetzt immer gemacht und das soll auch weiterhin. Das ist ja unsere rote Linie, die wir gesagt haben. Kein weiterer soll darauf Einfluss nehmen. Wir 36 haben es doch aber ganz alleine hingekriegt, schon Grenzüberschreitung aus meiner Sicht zumindest vorzunehmen. Können die Fans sich auch auf die Schulter klopfen, dass sie das natürlich auch durch ihre Proteste und ihre Formen der Proteste, können wir vielleicht auch über Formen der Proteste reden, hinbekommen haben, dass man sagt, okay, Montagsspiele ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Ich stehe da inhaltlich wirklich zu, jeder kennt meine Position aus der Drittliga-Geschichte dazu, aber sowas haben wir ganz alleine hingekriegt. Also da brauchte nur jemand mit dem Käse zu winken und sagen, ich sag mal übertrieben gesagt, 50 Millionen mehr und wir machen Montagsspiele, stimmt mal alle drüber ab. Gegen mehr Geld wehrt sich ja nicht jeder.
mehr tut das schon. Also auch du wirst dich bei einer Gehaltserhöhung wahrscheinlich kaum wehren und sagen, um Gottes Willen, tut doch nicht Not. Jetzt hast du mich aber. Aber steht da dazu, verkaufst du etwas davon, von deinen roten Linien und so weiter. Und da liegt für mich eher das Grundübel drin, dass wir selber weiterhin darauf achten müssen, dass wir diese Grenzüberschreitung nicht machen. Dafür brauchen wir keinen Investor. Dafür müssen wir auch weiterhin standhaft sein, dass kein Investor auf uns Einfluss nimmt. Aber wir 36 Vereine müssen die gleiche Sprache sprechen. Das war, wenn ich mich damals an ein Telefonat erinnere, wo der Prozess wieder aufgenommen wurde. Und es war Anfang November. Also es zeigt auch mal die Zeitspanne, allein bis zur Mitgliederversammlung, wo wir das allererste Mal überhaupt darüber telefoniert hatten, wo ich dann gesagt habe, also wir müssen doch erstmal als DFL aus meiner Sicht ganz klaren Wertekatalog, ein ganz klares Leitbild für uns abgeben, was wir wollen und was wir auch nicht wollen. Also Fußball für die Fans ist ja ein schöner Spruch, aber wie sieht denn das aus unserer Sicht aus? Und ich kann mich überhaupt nicht begeistern, also für irgendwelche Pflichtspiele im Ausland. Habe das auch gleich gesagt, da brauchen wir aber auch nicht so dann so Schlaumeier-mäßig um die Ecke kommen und sagen, ja, nur keine Bundesligaspiele im Ausland. Nach dem Motto, wir lassen mal sowas wie einen Liga-Pokal oder sonstiges offen, den können wir dann auch noch nach Dubai oder sonst wohin verlegen. Das ist absolutes No-Go. Das sind für mich rote Linien, die überschritten werden. Und da werden wir auch uns immer für einsetzen. Aber da sage ich ganz klar, um diese rote Linien zu überschreiten, braucht es keinen Investor. Die Abstimmung hat anonym stattgefunden. Ja. Angesichts der Tatsache, dass man so viel von Transparenz spricht, irritiert das ein bisschen? Ja. Ist das angesprochen worden? Ja. Wie fielen dann die Reaktionen darauf aus oder ist das unter den Tisch gekehrt worden? Ich versuch's mal. Im Mai war es seinerzeit auch schon so, dass es einen Antrag gab, ob wir verdeckt abstimmen. Darüber wurde noch abgestimmt. Waren wir ganz klar dagegen. Also wir wollen ganz klar sagen, wie wir abstimmen. Stelle mich auch danach dann hin und sage, wie wir abgestimmt haben. Schon da wurde nicht öffentlich abgestimmt, also nicht transparent abgestimmt. Das hat mich schon seinerzeit gestört und dieses Mal war es für mich irritierender, sage ich auch ganz ehrlich. Dort wurden Wahlkabinen aufgestellt, wie man es bei der Bundestagswahl kennt. Da war eine Wahlurne da vorne drin, du hast deinen Zettel gekriegt, da stand nichts drauf und dann sollst du nur ein Kreuzchen setzen und dann und zack wieder rein. Hat mich tief irritiert, als ich das allererste Mal davon gehört habe, dass das so stattfinden soll. Ich habe da auch mit der DFL Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ich finde es tiefst irritierend. Ich finde, wir geben ein ganz schwaches Bild ab. Wir vertrauen uns anscheinend alle gegenseitig nicht. Bin ich überhaupt kein Fan von. Im Endeffekt bin ich dann aber auch nur einer von 36. Ich mag das so nicht. Das ist aber meine persönliche Grundüberzeugung, das sozusagen. Und die Argumente waren mir persönlich auch zu schwach, warum das so stattfinden soll. Nach dem Motto, das ist natürlich so, dass auch mehrere Vereinsvertreter da waren, von Vereinen beispielsweise, wo nicht jeder stimmberechtigt war. So nach dem Motto, das ist der Geschäftsführer ist nun mal der Stimmberechtigte, der im Handelsregister natürlich auch entsprechend Handelsregisterauszug entsprechend auch das setzen kann. Und man wollte ausschließen, dass der Falsche auf der Fernbedienung sozusagen, das ist ja so ein Voting-System wie bei uns bei der MV, den Knopf drückt. Das fand ich ein bisschen schwammig. Auch das habe ich auch mitgeteilt im Vorfeld, auch in Telefonaten und kann man auch sicher sein bis ganz oben. Im Endeffekt hat man sich für dieses Wahlprozedere entschieden. Ich finde es nicht gut, hat mit Transparenz nichts zu tun. Eine Frage lautet, für den Einstieg eines Investors muss auch eine Änderung der Satzung der DFL her. Wie soll das beschlossen werden mit 2/3 Mehrheit? Wie wird Hansa da dann abstimmen? Aktuell? Nein. Warum? Widerspricht sich, ich weiß. Kann man mir auch vorwerfen. Jetzt kommen wir zu roten Linien, die wir mitgeteilt haben. Es hat im Nachgang ja auch mehrere Telefonate sowohl mit der DFL-Geschäftsführung als auch im Aufsichtsrat da gegeben, die mich dann auch teilweise angerufen haben, weil jetzt kommen wir nämlich auf das Wahlprozedere zu sprechen, wie das stattgefunden hat und wie die Argumente draußen danach oder die Kundgebung der Vereine entsprechend waren. Wer sind denn die 24, die Ja gestimmt haben und wer bleibt dann bei Nein oder beziehungsweise bei der Enthaltung übrig? Und daraus ergibt sich ein möglicher, aus meiner Sicht, 50+1 Verstoß. Das wird nicht ganz klargestellt. Ich habe auch mit dem betreffenden Verein, also mit dem Vorstandsvorsitzenden des e.V.s gesprochen. Habe auch gesagt, dass es uns eigentlich überhaupt nicht zusteht, in Vereinsangelegenheit anderer zuzugehen. Das mag ich überhaupt eigentlich nicht, aber trotzdem
liegt dort ein möglicher 50+1 Verstoß vor? Und mich würde das schon ganz gerne interessieren, also wie seine Sichtweise aus der Sache ist. Und derjenige hat auch kein Problem damit, dass ich ihn nenne. Das ist der Herr Kramer von Hannover 96, der uns halt mitgeteilt hat oder mir mitgeteilt hat, dass es eine ganz klare Weisung an die Geschäftsführung gab. Also die Mutter hat eine ganz klare Weisung abgegeben. Wenn mir meine Mitgliederversammlung, mein Aufsichtsrat eine Weisung gibt, dann sage ich, unabhängig davon, welche Meinung ich habe, kann ich einbringen vorher. Da habe ich mit dem demokratischen Meinungsbild der Mutter zu schließen. Das ist für mich der Begriff von 50+1. Und der wurde gegebenenfalls nicht umgesetzt. Zumindest gibt es Fragezeichen, weil es haben ja 12 andere schon mitgeteilt, dass sie angeblich mit Nein gestimmt haben oder beziehungsweise sich enthalten haben. Und da taucht der Name Hannover 96 nicht auf. Und das hat man aber im Vorfeld auch der DFL mitgeteilt, im Vorfeld der Versammlung. Und dass man darauf hingewiesen hat, dass sicherzustellen ist, dass 50+1 aus ihrer Sicht dort eingehalten wird. Das ist etwas, was im Nachgang aufgekommen ist. Und ja, klar, jetzt kann jeder behaupten, um öffentlich besser dazustehen, ich habe Nein gestimmt, habe aber ja mein Kreuz gesetzt. Das ist ja die Interpretationsspielraum dahinter. Jetzt kommt das Thema Wahlkabine natürlich dann auch einen ganz komischen Fadenbeigeschmack. Das ist mir auch total egal, wie das danach die Runde macht. Aber ich habe das auch sehr klar mitgeteilt. Mir fehlt komplett der Aufklärungswille hinter der Geschichte. Ob diese eine rote Linie überschritten wurde, für mich vielleicht sogar die dickste rote Linie im deutschen Fußball. Und das reicht mir nicht. Und wenn ich sage, im Vorfeld und auch danach, ich glaube, in der Ostsee-Zeitung oder NDR-Interview habe ich es ja auch gesagt, wir sind als FC Hansa Rostock gerade, weil wir ja gestimmt haben, noch mehr verpflichtet, auf die roten Linien zu achten. Und jetzt beginnen wir so einen Prozess möglicherweise schon mit einer Grenzüberschreitung. Ich sage ja nicht, dass es so ist, aber ich möchte die aufgeklärt haben. Also ich möchte es persönlich aufgeklärt haben. Daran wird sich auch die Glaubwürdigkeit des ganzen Prozesses, glaube ich, widerspiegeln. Man merkt, es ist ein sehr komplexes Thema und es gibt tatsächlich einige Interessenskonflikte. Da lautet eine Frage beispielsweise, dass ein Investor möglicherweise in einen Interessenskonflikt kommen könnte, weil er mit Blackstone, wird hier konkret genannt, mit David Blitzer auch Investor beim FC Augsburg ist. Wie steht denn Hansa zu so einem Interessenskonflikt, dass jemand, der als Investor in die Liga einsteigen will, auch Investor bei einem Verein das sein könnte? Das braucht man gar nicht lange diskutieren. Absolutes No-Go. Muss klargestellt werden durch die Satzung. Auch der neu gegliederten Gesellschaft und natürlich in der Compliance-Richtlinien, die wir natürlich aufnehmen mit so einem Investor. Das wird ja an verschiedenen Sachen gewankt und das ist brauchen wir nicht lange diskutieren. Ein weiteres Unternehmen, CVC, sind auch in die französische Liga eingestiegen. Auch das könnte natürlich dann Interessenskonflikte hervorrufen. Wie sieht man diese Sache? Welches Kind wird jetzt mehr geliebt? Ja, das sage ich nicht ganz so. Also sind ja auch schon einige Investoren, glaube ich, auch rausgefallen und so weiter. Aber ich halte mich dann auch an Verschwiegenheitspflichten. Das mag vielleicht auch nicht jeder DFL-Kollege genauso sehen. Aber kann jetzt nicht jeden Investor einzeln bewerten. CFC, ja, die sind in der League One eingestiegen, auch aus meiner Sicht ein Deal, der überhaupt nicht geht. Das wird ja dann auch ein schlechtes Beispiel drauf geschmissen, gerade dann, wenn man Abgrenzungen so genau nicht vornimmt. Manchmal kannst du aber auch aus sowas eine Menge lernen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber möchte mich jetzt auch nicht zu jedem Investor einzeln melden und so weiter. Aber was nicht geht, das ist ja auch total verständlich, hat auch überhaupt nichts gegen Augsburg zu tun, also damit wir auch hier gar keinen falschen Slang reinkriegen. Ja. Aber dass ein Investor sowohl an einer Gesellschaft der DFL, wo alle 36 Vereine etwas rausgegeben haben, die Vermarktung des TV-Rechtes, ist gleichzeitig Investor eines Vereines mit. Es ist doch, ja, ist doch selbstverständlich, dass sowas nicht geht. Aber dass wir jetzt hier ausschließen, irgendwie das Investor, da finden wir aber noch 5 Ecken, wo irgendwie die großen Private Equity Unternehmen, die es nun mal weltweit dann auch bei bestimmten Sachen gibt, wo die dann irgendwo drin sind. Das ist schwierig. Wir wollen ja aber auch Know-how damit reinholen durch diesen Private Equity Partner. Das ist eines der großen Mehrwerte, die so ein Partner natürlich gerade in der Internationalisierung, also der internationalen TV-Märkte, reingeben kann. Und da können wir nicht immer überall alles ausschließen. Das wird nicht funktionieren. Ja, gutes Thema. Stichwort Steigerung der Reichweite auch im Ausland. Ganz ehrlich, was hat Hansa davon, im Ausland bekannter zu werden? Gibt es da Vorteile? Kommt auf die Situation an. Habe ich jetzt schon vielleicht schlecht angefangen, die Beantwortung der Frage, aber kommt wirklich auf der Situation an. Hansa Rostock spielt es nicht unbedingt eine Rolle, wie wir in den USA, Mexiko oder sonstiges wahrgenommen worden. Unser Ausland in Anführungszeichen sind natürlich Randgebiete. Skandinavien ist ein
ist ein Markt schon in den 90ern bzw. in den 2000er Jahren vor allem gewesen, wo hier das ganze Skandinavier-Schweden-Block war. Also wo wirklich Fans aus Schweden hergekommen sind, um bei uns Fußball zu erleben. Natürlich ist das ein Markt in Anführungszeichen, beziehungsweise sind das Länder, Randländer für uns, die eine große Rolle spielen. Also wo es auch diverse Hansa-Fans gibt. Kriegen immer wieder die Einladung und übrigens auch von Fans den Wunsch, in Schweden mal ein Sommertrainingslager zu machen. Das ist für uns so, sag ich mal, wenn man über das Ausland spricht, etwas. Hat aber mit der Internationalisierung aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Was hat Hansa davon? Es geht nicht immer nur, was hat Hansa davon, sondern was hat die DFL grundsätzlich davon? Und wenn die DFL natürlich auch internationale Mehrerlöse spielt, dann durch das Solidarsystem profitieren wir auch. Ich glaube, da geht es eher um die ganz großen Clubs. Bayern München, Borussia Dortmund, gerade Bayern macht natürlich da die meiste Arbeit im Moment mit Borussia Dortmund. Aber diese Reichweite spielt vor allem natürlich für die Großen eine Rolle, um dann natürlich das internationale TV-Geld nach oben zu treiben und dann zu sagen, okay, für uns bleibt aufgrund des Solidarschlüssels etwas mehr übrig. Aber auch da müssen wir immer natürlich gucken, aber das müssen die Clubs dann auch ein bisschen für sich entscheiden, wo sie ihre Grenze ziehen. Da können wir, es recht nicht Bayern und Dortmund irgendwie sagen, wie sie ihr Geschäft machen sollen. Also wer sind wir dann? Das sage ich dann auch mal ganz klar. Wer sind wir dann? Ob wir das gut oder schlecht finden? Wir müssen ja unseren eigenen Weg gehen, aber das muss jeder Club für sich entscheiden. Kannst du denn zumindest die Ängste der Leute verstehen? Ist hier eine Frage, die so ein bisschen Angst davor haben, dass die Fußball-Bundesliga oder der Spielbetrieb der DFL in der ersten und zweiten Liga zu einem, Zitat, ähnlich seelenlosen Produkt sich entwickeln könnte, wie es in England und Spanien der Fall ist, wo die Zuschauer vorm Fernseher wichtiger werden als die im Stadion sind? Wo du die Frage angefangen hast, wollte ich fast schon Ja sagen, ohne das Ende abzuwarten. Aber wenn das so sagt, ob ein seelenloses Produkt, nee. Überhaupt nicht. Zeigt der ganze Investorenprozess auch schon, zeigt das, was wir hier gerade machen übrigens, wie wir Fußball erleben, für welche Werte wir stehen und so weiter. Also nein, sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist das Alleinstellungsmerkmal, über das wir alle kämpfen müssen, dass die Fußball-Bundesliga etwas anders ist. Ja, gehört auch zu Wahrheit dazu. Vielleicht gewinnen wir einen Europa League oder Champions League Titel deswegen weniger. Aber am Geld hat übrigens in den letzten 20 Jahren nicht gelegen. Das sage ich auch mal ganz klar. Also wenn man sich mal die letzten 20 Jahre anguckt, welche Liga wie viel Geld zur Verfügung hätte, dann hätte Deutschland ein paar Titel mehr haben müssen. Haben wir nicht. Also deswegen ist mir das auch zu einfach. Es wird ja sowieso alles nur noch mit Geld gelöst und nicht mehr mit, vielleicht müssen wir mal andere Ansätze finden und so weiter. Aber zu einem seelenlosen Produkt, das glaube ich nicht. So wie wir die Einbindung von Fan-Themen machen und nicht nur bei Hansa Rostock, sondern auch in vielen anderen Vereinen. Wir brauchen jetzt hier auch nicht so tun, als wenn wir der einzige Verein sind, der hier irgendwie Mitglieder gut einbindet und so weiter. Und wie sich Fans vor allem einbringen, wie sich Fanszenen einbringen, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber trotzdem müssen wir immer, um das, was uns wichtig ist, natürlich alle behütet sein. Wir in solchen Prozessen, andere in anderen Prozessen, aber ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen. So ist der Fußball wirklich in Deutschland zu sehr das letzte Lagerfeuer dieser Gesellschaft und sowas kann nicht seelenlos sein. Um vielleicht diesen Themenkomplex dann abzuschließen und zum nächsten überzugehen, was sind die nächsten Schritte in dieser Thematik möglicher Investoreneinstieg in der DFL? Gibt es so einen Fahrplan? Spricht man sich nochmal ab? Trifft man sich vielleicht auch mit anderen Vereinen in Arbeitsgruppen, um nochmal ein paar eigene Leitlinien noch mal festzulegen? Und gibt es feste Termine, die jetzt demnächst eingehalten werden, auch müssen? Für uns, ich versuche jetzt mal auf die Hansa-Welt zu gehen, wird jetzt das wichtig sein, was ich vorhin gesagt hatte und was vor dem Paderborn-Spiel vor allem war, ist diese Frage, die sich für mich stellt, um diese ganze 50-plus-1-Thematik, um Hannover 96. Das wird definitiv ein Thema sein. Transparenz. Aufklärungswille in diesem Prozess, das müssen wir auch nochmal verschriftlichen, das müssen wir auch nochmal in die Gremien bringen, definitiv. Das ist unabhängig von meiner Person eine Hansa-Position. Und die müssen wir dann auch ganz klar verteidigen und wir können diesen Prozess auch nicht weiter positiv begleiten, wenn das nicht aufgeklärt wird. Das ist meine persönliche Meinung und das ist, glaube ich, auch eine ganz klare Hansa-Meinung, denn für was ich auch immer gestanden habe, mit allen anderen dann, die diesen Prozess begleitet haben, rote Linien. Und wenn die erste rote Linie nicht geklärt ist, können wir sowas nicht positiv weiter begleiten. Geht absolutes No-Go. Muss sich aber jeder selber hinterfragen und nicht mit dem Finger zeigen, wer A sagt, sagt auch B. Wir haben A gesagt und haben vorher gesagt, warum wir auch A sagen. Dann sage ich dir aber auch B, muss dir nicht passen. Das wird das allererste sein, dass der FC Hansa Rostock dann eine ganz klare Position für sich erarbeiten muss und mit einem ganz klaren Schriftstück jetzt auch beginnt, jetzt auch mit der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir sagen, also wir fordern da absolute Transparenz und Aufklärungswille bei 50-plus-1. Ansonsten ist dieser Prozess für uns in diesem Moment jetzt schon beendet. Ob der natürlich grundsätzlich beendet ist,
Das weiß ich nicht. Mögen ja auch andere Clubs plötzlich mit Ja stimmen. Aber ich habe gehört, das war ein knappes Ergebnis beim letzten Mal. Man sollte schon um jede Stimme und um jede Transparenz kämpfen. Und der Fußball setzt nicht nur nach Corona, das ist sowieso, was mich auch ein bisschen ärgert. Wir setzen unsere Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Und das ist, ich habe kein Problem damit, mich zu kritisieren. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alle Fans und Mitglieder richtig eingebunden? Da stelle ich mich selber, sage aber auch gegenseitig, sei bitte auch ehrlich, hast du dich auch so eingebracht, wie die Möglichkeit beim FC Hansa Rostock in aller Form, in allen Themen in den letzten Jahren immer zur Verfügung gestanden haben? Das muss man sich dann aber auch auf der anderen Seite fragen. Und das erwarte ich genauso, und dann muss ich auch ehrlich sein, damit wir glaubwürdig sind, und das erwarte ich genauso jetzt in diesem Investorenprozess. Und wenn wir diese Glaubwürdigkeit verspielen, die wir bei Corona, Demut, machen wir dies und mehr transparent und wir nehmen alle mit, und jetzt schon wieder so, dann sage ich, dann können wir das nicht positiv begleiten und sollten vorsichtig sein, mit was wir spielen, mit unserer Glaubwürdigkeit. Vielleicht einen letzten Funken, den wir vielleicht noch besitzen. Gibt es dann Pläne, beispielsweise in den Mitgliederbeirat dieses Thema dann auch wieder einzubringen, wenn Entscheidungen anstehen, vorzustellen, was da passieren könnte und wie die Position des Vereines ist? Also, ich muss es ja nicht alleine in den Mitgliederbeirat einbringen. Also, jedes Mitglied kann etwas in den Mitgliederbeirat einbringen. Du hast heute schon gesagt, du hast 60 Mails. Jetzt nicht nur zu dem Thema, aber es grundsätzlich Mails. Das ist natürlich ein ganz klares Thema für den Mitgliederbeirat, aber jetzt natürlich auch erstmal in unseren Gremien. Ich kann sagen, dass das gerade das Thema Satzungsabstimmung und so weiter auch schon gremienseitig reingebracht wurde, jetzt noch nicht ganz klar auf die Tagesordnung beim nächsten Mal gesetzt wurde, weil die Tagesordnung nicht da ist, aber es wird draufgesetzt. Aber es ist in den Gesprächen untereinander schon ganz klar, dass wir über das Thema reden müssen. Und dann müssen wir auch einen gemeinschaftlichen Fahrplan haben. Und alle, die sich bis jetzt da geäußert haben, und da bin ich auch mal relativ sicher, sagen, bei der Grenzüberschreitung machen wir nicht mit. Aber es wird natürlich auch ein Thema nochmal im Mitgliederbeirat sein. Wir wollen ein Mitgliederverein sein. Wir merken, dass das Thema in der Mitgliedschaft rumort. Da müssen wir es auch reinbringen. Mit aller Kritik, die da übrigens zugehört. Mit aller. Grenzüberschreitung ist ja ein sehr gutes Stichwort. Wir haben ja gesagt, dass wir uns nicht nur um das Thema möglicher Einstieg von Investoren in der DFL beschäftigen wollen, sondern auch mit dem, was in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist. Auch gerade bei Auswärtsspielen des FC Hansa in Paderborn als sehr, sehr schlechtes Beispiel, was dort abgegangen ist. Es gibt tatsächlich in den Mails Leute, die dich persönlich dafür verantwortlich machen, was da passiert ist, was ich hiermit ganz persönlich mit aller Schärfe zurückweise, dass das natürlich niemals ein Grund sein kann, weil eine Entscheidung durch eine Person gefallen ist, dann diese Person als hauptverantwortlich für das, was dort passiert ist, hinzustellen. Man kann gegen eine Entscheidung sein, man kann sie auch nicht gut finden, aber man kann damit nicht erklären, was dort in Paderborn passiert ist, weil das war tatsächlich allerunterste Schublade. Wie gehst du damit um, wenn Leute dir das vorwerfen? Jetzt ist es erstmal so in der Tiefe, also wenn es tatsächlich da Mails gibt. Passt auch nicht ganz zur Aufklärungsarbeit, die wir in Paderborn gerade vornehmen. Aus unserer Sicht sind dort drei Themengebiete. Das erste ist der Protest der Fanszene, und der nun mal in Paderborn dann auch angefangen hat. Da haben natürlich auch alle irgendwie auf uns geguckt. Der Protest an sich ist legitim, wie man ihn gemacht hat. Ich finde, so nimmt man sich irgendwie auch das Zuhören. Also, aber das ist ja nicht das absolut Schlimme dort gewesen. Also es, ne, also das gab ja noch etwas, was sich in einer Dynamik viel schlimmer angefühlt hat. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht die Art und Weise. Aber ich kann den Leuten nicht vorwerfen, wie sie Protest machen. Aber wenn man Grenzen überschreitet bei Protest, ist das immer schwierig zuzuhören. Also das hat dann mit meiner Person nichts zu tun, sondern so nimmt man sich die schärfsten Argumente vielleicht selber, weil da ist ja was zu kritisieren. Ich habe es ja gerade gesagt, was aus meiner Sicht auch ganz klar zu kritisieren ist. Und darüber werden wir auch sprechen. Aber das war die eine Thematik. Dann gab es eine Spielunterbrechung. Dann gab es eine Situation in der Halbzeit, die dann ihren Lauf genommen hat im Hinterbereich, die aber aus unserer Aufklärungsarbeit überhaupt nichts mit dem DFL-Investorenprozess zu tun hat. Nebenbei gab es den Aufbau einer Choreo, also deswegen auch immer dieses Vorurteil, generelle Vorurteil gegen eine Fanszene, mag ich auch nicht, weil es irritierend, die Choreo wurde nebenbei aufgebaut. Also nicht alle haben mit diesen Ereignissen was miteinander zu tun. Und während dieser Choreo hat es eine Spielunterbrechung gegeben, weil noch eine Rakete geflogen ist. Aber im Wesentlichen hat die Spielunterbrechung deswegen so lange gedauert, weil es die dritte Situation gab und diese unglaubliche Grenzüberschreitung, in dem da Ausschreitungen stattgefunden haben, mit Gegenständen auch auf Polizisten geschmissen wurden.
sicherlich auch nicht jeder seinen Job optimal erledigt hat. Das gehört immer zur Aufarbeitung natürlich auch dazu, aber nichts entschuldigt solche Grenzüberschreitungen. Deswegen habe ich gesagt, kein Beschönigen, kein nichts reden, mit dem Finger irgendwo auf andere zeigen. Es gibt kein Argument. Trotz aller Aufklärungsarbeit und Kritik, die man an bestimmten Punkten machen kann und machen wird, das gehört auch zur Aufklärung dazu, darf aber am Ende nicht rausstehen, dass man mit Fliesen auf Menschen schmeißt. Wo stehen wir denn aktuell, was die Aufklärungsarbeit angeht? Gibt es, es ist ja nicht nur das Paderborn-Spiel, es gibt ja auch noch das Heimspiel gegen Schalke, wo es ja auch Videoaufnahmen gab, wo Materialien ausgewertet werden. Aber bleiben wir mal erstmal beim Paderborn-Spiel. Gibt es da schon Erkenntnisse? Gibt es da Sachen, die bereits umgesetzt worden sind bei Sanktionen? Wir müssen ganz schwer aufpassen, dass wir die Themen nicht miteinander vermischen, weil Schalke, Heimspiel, ist mal ein ganz anderes Thema als Paderborn, aber es wird ja dann gerne immer alles in einen Topf geschmissen. Wir waren ja jetzt auch letzte Woche gerade bei der Landesregierung und haben auch darüber gesprochen und ich mag es auch lieber erstmal uns unseren eigenen Fans zu stellen, bevor man da irgendwie den Journalisten etwas gibt, es hat gar nichts damit zu tun, dass wir darüber nicht reden wollen. War ein gutes Gespräch, muss man wirklich so sagen, auch mit der Sportministerin und dem Innenminister und auch der Polizei. Und wir haben auch natürlich darüber gesprochen, wie ist der Stand der Dinge aus den verschiedensten Themenlagen, die sich beim FC Hansa Rostock aus verschiedenen Umständen, und da sind übrigens nicht immer wir der Hauptschuldige gewesen oder grundsätzlich Schuldige gewesen, und da gab es auch über Paderborn. Ich glaube erstmal, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, erstmal ihre Früchte tragen. Wir haben natürlich bei den, sag mal, Gießkannenprinzip sehr aufpassen müssen, haben ja die Auswärtsspiele erstmal auf die Mitglieder reduziert und haben das erstmal auf Bewährung gesetzt. Ich glaube, das ist mal das Richtige, dass man nicht übers Ziel hinausschießt, weil man noch gar nicht wusste genau, was passiert. Ich habe von Anfang an damals gesagt, was meine Erkenntnislage da war und sich auch total widerspiegelt. Es gibt vor allem sehr gutes Videomaterial, wo wir sehr zielgerichtet die Leute identifizieren können, die diese Grenzüberschreitung gemacht haben. Und das wurde in dem Termin auch nochmal klargestellt. Die Polizei in Paderborn ist dort federführend, also ist in den Ermittlungen unglaublich genau, wird von der Rostocker Polizei auch unterstützt. Und nach meinem Kenntnisstand jetzt schon ungefähr eine mittlere zweistellige Zahl, die dort Taten zugeordnet werden können, wo die Identifizierungsprozesse laufen. Und es ist wohl noch nicht mal ansatzweise das ganze Material ausgeschöpft worden. Also da wird es wohl noch eine stark anwachsende Zahl geben. Und dann sind wir natürlich bei den genau diesen Schätzungen, die wir da gehabt haben. Und das ist genau das, was in solchen Sachen, gerade wenn es aussetzt, wo wir noch nicht mal die Veranstaltung leiten, das bestmöglich ist, dass genau es die Leute trifft, die auch Grenzüberschreitungen gemacht haben. Und dafür gibt es auch keine Entschuldigung, das müssen die Leute auch selber mit sich ausmachen. Wir haben da uns ein paar auch ganz klar positioniert, sowohl bei den Schadenverbotsverfahren als auch bei den Vereinsausschlüssen. Gewaltüberschreitungen in der Form, da gibt es überhaupt kein Toleranzverständnis, also auch kein falsches Toleranzverständnis. Ich mag es bloß nicht mit der Choreo gleichsetzen, mit den Protesten gleichsetzen, dass man jetzt plötzlich bei der DFL sowas provoziert mit dem Investoreneinstieg beziehungsweise mit dem Ja dazu sowas irgendwie provoziert hat. Das kann ich mir schwer vorstellen. Also es wäre ein ganz trauriges Signal, muss man auch ganz klar sagen. Aber die Maßnahmen, die da polizeilich ergriffen wurden, die tragen ihre Früchte. Es werden Täter ermittelt, verurteilt, auch vom Verein dann mit entsprechenden Sanktionen belegt, wie Stadionverboten, Ausschlussverfahren? Wir, da muss ich kurz einhaken, wir können die Stadionverbote nicht aussprechen. Das ist auch etwas, wo in Schwerin jetzt auch nochmal ganz klar, der jeweilige Heimverein, also der Verein, der die Veranstaltung gemacht hat, der spricht die aus. Wir mussten uns natürlich auch erstmal mit Paderborn verständigen. Wie gehen die mit dem Thema um? Wie ist unsere Sichtweise auf das Thema? Wir haben es dann veröffentlicht. Die haben auch eine ganz klare Null-Toleranz-Politik. Alle, die dort ermittelt werden, werden sozusagen gemeldet. Die leiten dann das Stadionverbotsverfahren, werden von uns dann natürlich auch eine Einschätzung zu kriegen. Und dann wird es die Aussprache geben, so wie es auch gemacht wurde. Was wir als Verein machen können, ist ganz klar, bei solchen Taten kommt es dann natürlich auch zu Vereinsausschlüssen. Sanktionen auch gegenüber dem Verein sind ja auch zu erwarten. Da reden wir wahrscheinlich nicht nur über Geldstrafen. Schwebt da auch sowas wie zum Beispiel Punktabzug über dem Verein, wenn so etwas vielleicht nicht in der Aufklärungsarbeit unterstützt wird oder wenn sich das wirklich so häuft, dass man keinen geregelten Spielbetrieb mehr durchführen kann? Ich tue mich mit Punktausschlüssen oder Punktabzügen total schwer. Ich tue, weil das ist komplett vorbei am Thema für mich persönlich. Wir reden in Paderborn von über 2000 Fans, die uns da begleitet haben. Ja, wir haben eine größere Personengruppe, um nicht so tun, als wenn das nur 5 waren.
Gerade wenn ich sage, wie viele Leute da im Ermittlungsverfahren anscheinend schon Taten zugeordnet wurden. Aber wir reden wirklich über 1900 Leute, die wirklich Hansa supporten wollten, da mitgefahren sind. Jeder hat eine andere Art des Supportes, das ist auch so. Und wir reden bei Punktabzügen noch über die Bestrafung von viel mehr als nur die 1900, sondern und das ist komplett vorbei am Thema. Ich frage mich wirklich, ob man wirklich denkt, dass man Leute, die derartige Grenzen unabhängig von Hansa Rostock, unabhängig von Paderborn spielen, ob man Leute einfängt, indem man mit Punktabzügen droht, die solche Sachen machen. Weil das Einzige, um was es die doch gehen kann, ist doch die persönliche Konsequenz. Die kann doch eine fremde Konsequenz gegebenenfalls egal sein. Ich verstehe dieses Mittel bis heute noch nicht, zu was das führen soll. Das würde ja unterstellen, dass entweder der Verein wir nicht genug machen dagegen. Da muss ich dann nochmal sagen, also widerspricht aber so ein bisschen den Erkenntnislagen, die wir jetzt hier die letzten 1,5 Jahre beim Heimspiel des FC Hansa Rostock erlebt haben. Wir tun eine ganze Menge. Wir setzen sehr viel mit der Polizei um. Auswärts ist das alles natürlich ein bisschen schwieriger. Das wissen wir. Das merken wir auch, wenn Gästefans zu uns kommen, dass das dann durchaus auch schwieriger ist. Die Schalke 04 haben auch andere Vereine die gleichen Situationen. Das würde also unterstellen, der Verein tut nicht genug. Dabei werden wir von der DEKRA überprüft. Dabei werden wir von der Polizei, Landespolizei, Bundespolizei gestempelt. Das Innenministerium untersucht uns, ob wir das alles hier ordentlich machen und so weiter. Also es würde dem widersprechen, sage ich ganz klar. Und das Zweite wäre, tun die Fans an sich genug? Da gibt es ja immer so nach dem Motto Selbstbereinigung. Da muss ich aber sagen, also da dazwischen zu gehen, vielleicht als Familienpapa, der noch sein Kind mit drin hat, ansonsten gibt es einen Punktabzug. Wettbewerbsverzerrung, komplett am Thema vorbei, dem eigentlichen Ursprung des Problems nicht auf der Spur, bin ich nicht zu haben für solche Maßnahmen. Ja. Ist eine der Fragen gewesen, deswegen hab ich sie mitgestellt. Zu der Thematik dann ist die Frage dann auch aufgekommen, werden denn jetzt noch weitere und noch schärfere Maßnahmen für die Auswärtsspiele dann vorgesehen, auch von Vereinsseite. Es kam tatsächlich auch die Frage auf, die sich ja jeder auch stellt, wie kann es sein, wenn der Verein ja schon Ordnungskräfte mitschickt, um beispielsweise nach Erfahrung von anderen Auswärtsspielen darauf zu achten, dass die Toiletten eben nicht zerkloppt werden, dass es dann doch passiert. Muss man da noch mehr von Vereinsseite aus dann eingreifen in diesen ganzen Prozess? Das Thema der Toilettenanlage. Wir haben ja 8 Ordner selber vorgeschlagen, immer mitzuschicken, um vielleicht für die Absicherung den dortigen Ordnungsdienst zu unterstützen. Der Ordnungsdienst gliedert sich ja auch den Veranstaltungsleitungen dort und den Sicherheitsbeauftragten ein. Also wir können nicht genau sagen, du machst das, wir greifen das Hoheitsgebiet eines anderen ein. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Es hat ja auch Vereine gegeben, die Ordner dann anderweitig eingesetzt haben, wo wir jetzt in letzter Zeit auch nochmal hingewiesen haben. Bei der Geschichte die sanitären Anlagen komplett zu schützen mit 8 Ordnern, war sehr, sehr schwierig. Die Ordner mussten ja teilweise auch unsere eigenen Fans mit versorgen. Es gibt ja nicht nur Verletzte auf der Polizei, sondern auch eigene Seiten. Die haben da teilweise mitgeholfen. Und bei der Größenordnung sind natürlich, braucht man nicht auf unsere 8 Ordnungskräfte dann zeigen. Also bei allem Respekt. Und das sind auch nicht nur übrigens die Toilettenanlagen, um die es da hauptsächlich ging, sondern da ging es auch um Paletten, die da einfach irgendwie rumstanden und was da vielleicht drauf liegt. Also muss man sich, deswegen sagte ich ja, wir müssen den ganzen Vorfall aufarbeiten, wie ist etwas passiert. Entschuldigt aber nichts, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber die 8 Ordnungskräfte können nicht immer 100%ige Garantie geben. A, werden sie richtig eingesetzt. B, muss die Selbstbereinigung bei uns drin. Das kann ja auch nicht zum Regelprozess jetzt ständig werden, dass wir da für eine andere Veranstaltung ständig unser Ordnungspersonal hinschicken würden. Das war nur die Erfahrungslage, die wir aus dem letzten Jahr hatten, dass wir diese Maßnahme selber vorgeschlagen haben nach dem St. Pauli-Spiel, um eine Selbstdisziplin reinzubringen. Aber die Selbstdisziplin muss vor allem bei unseren Fans rein. Das muss in die Köpfe rein. Ich verstehe es auch bis heute nicht. Also ich musste vor der Aufzeichnung auch kurz auf Toilette. Also, man stellt sich vor, der Kameramann hätte das Ding da abgeschlagen. Also das frage ich mich ja auch. Also mit welchem Sinn und Verstand, also die werden ja auch gebraucht, die sanitären Anlagen. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ich kann diesen grundlosen, sinnlosen Vandalismus absolut nicht abgewinnen. Ich weiß auch nicht, ob man das denn in der Disco irgendwie am Tresen erzählt, ich habe heute das Klobecken zertrümmt, weißt du eigentlich, was ich für ein toller Typ bin. Weiß nicht, muss aber jeder mit sich selber ausmachen. Ich verstehe es nicht. Ja. Da schließt sich eine Frage an, warum sich der Verein denn dann eigentlich daran beteiligt, die entstandenen Kosten, die dort zur Reparatur dann anfallen, anteilig oder vielleicht sogar komplett zu übernehmen. Stichwort ist ja nicht unsere Veranstaltung, Stichwort gibt es da nicht Versicherungen für. Ja, das wird ja, also
Erstmal geht es grundsätzlich um, dass wir uns beteiligen werden. Das ist ja alles Teil der Aufklärungsarbeit. Eine Generalquittung gibt es ja für gar nichts, muss man auch ganz klar sagen. Also ist ja erstmal Kostenangebote, was genau ist kaputt, wo greifen Versicherungen, wo sind Täter identifiziert worden, von denen man sich das Geld selbstverständlich dann auch als Veranstalter zurückholen kann. Aber es bleibt ein Teil übrig. Und da gibt es das Thema der rechtlichen Schuld, die könnte man uns jetzt nicht geben. Da gibt es das Thema der moralischen Schuld. Ich habe da ein gutes Beispiel vielleicht auch für. Es gab ja hier auch ein Spiel, in einem Konvoi, Polizeikonvoi mit Steinen beschmissen wurde. Jetzt nicht Riesenstein, aber Stein beschmissen wurde. Und da ist ein normaler PKW drin gewesen mit einer Familie drin und das wurde getroffen. Und nicht nur, dass da zwei Kinder drin waren, was ich absolut daneben finde, sondern das Auto ist auch beschädigt worden. Und, ich hatte mir damals ja auch seinerzeit die Telefonnummer geben lassen, hatte auch mit dem Papa telefoniert, auch mir die Situation erklären lassen. Und wenn man dann auch mal mit der Familie telefoniert, dann da gibt es halt Geschichten hinter und dann schluckt man mal ganz, ganz kräftig. Und es gibt dann auch halt einfach das Thema der moralischen Verantwortung. Und da haben wir auch die Kosten übernommen. Und alles andere ist auch etwas, was im Persönlichen dann bleibt, was persönlich besprochen worden ist. Aber es gibt auch teilweise eine moralische Verpflichtung. Und bei Paderborn war das Ereignis so groß, dass man natürlich auch den SC Paderborn dann nicht mit komplett alleine lassen kann. Das ist eigentlich das Signal. Ich habe da mit dem Geschäftsführer auch seit jeher einen guten Draht. Wir haben auch eigentlich fast schon während des Spiels telefoniert und mehrmals nach dem Spiel und stehen auch bis heute in Kontakt, dass wir den SC Paderborn dann nicht komplett alleine im Regen stehen wollen und unseren Teil der moralischen Schuld und der grundsätzlichen Schuld dann noch mit übernehmen werden. Ich glaube, über allem steht auch, welches Wertebild wollen wir vermitteln. Und das müssen ja auch die Fanclubs und die Fans an sich für sich immer machen. Welches Wertebild wollen wir den Jüngeren, weil es immer, manche wachsen raus, manche kommen rein, welches Wertebild wollen wir denen vermitteln? Und wenn ich dann beispielsweise gucke auf eine Verurteilung im letzten Jahr, glaube ich, wo, vielleicht mische ich jetzt auch die Zahlen durcheinander, aber wo ein älterer Mann, ich sag's mal so, dann hier als touristischer Gast irgendeinen Schal abgezogen wird und da wird von hinten in den Rücken gesprungen und was ist denn das für ein Wert, was wir da vermitteln? Also das ist ja bei allem Respekt, also ich frage mich auch, was der mit dem Schal will, aber das ist ja nicht nur Raub, das ist Körperverletzung. Da frage ich mich auch immer, wie tickt man so, dass man meint, dass das legitim ist? Und da müssen wir uns alle fragen, welches Wertebild vermitteln wir? Und ich glaube, ja, da fängt es ja schon an, dass wir den Leuten sagen, dass nicht nur, dass das nicht geht, auch von allen anderen Fans, nicht nur als Verein, das sind Werte, für die möchte der FC Hansa Rostock nicht nur in der Öffentlichkeit. Mich interessiert die Ostsee-Zeitung, Schlagzeile, herzlich wenig in dem Moment. Mich interessiert, was dort passiert ist und welches Wertebild und warum kommt es überhaupt zu so etwas. Und da brauchen wir ein anderes Wertesystem, glaube ich, für das wir alle immer wieder stehen und das wir alle auch vor uns her propagieren. Weil sowas im Kleinen, das ist, muss schon unterbunden werden und auch klar angesprochen werden. Aber das ist ja das auch, was einige Leute in den E-Mails ja auch kritisiert haben, dass sie sich ständig vor Arbeitskollegen, gerade wenn sie nicht in Rostock oder in der näheren Umgebung wohnen, dafür rechtfertigen, sogar entschuldigen müssen, dass sie Hansa-Fans sind, weil immer solche Geschichten dann in den Vordergrund gestellt werden und sie sich dafür sogar noch ja, rechtfertigen müssen, Hansa-Rostock-Fans zu sein oder sogar Mitglied. Ne? Also ich finde, niemand muss sich rechtfertigen, Hansa-Fan zu sein. Also er müsste sich eher rechtfertigen, warum ist er nicht Hansa-Fan? Vielleicht drehen wir es mal eher um, finde ich persönlich. Also da Tat von einzelnen Leuten oder vielleicht auch aufgebauschten Geschichten, müssen wir mal sagen, also ist das eine öffentliche Meinung oder ist das eine veröffentlichte Meinung? Gibt es auch noch einen großen Unterschied? Kommt es auch aus den Medien und weiß auch, was der Unterschied zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung schon mal ist? Und ist das wirklich so passiert? Ist das übertrieben dargestellt? Das gehört ja alles schon dazu. Und selbst wenn das so ist, müssen wir gucken, reden wir über einzelne Leute, weil wir haben 25.000 Menschen im Stadion, die eine total super Stimmung machen. Wir haben in dem Baggerluten 1.500 Leute im Kids-Club. Wir haben hier beim Laternen auf 8.000 Leute. Da muss man sich doch überhaupt 0,0 schämen oder rechtfertigen oder für. Da würde ich eher sagen, warum machst du nicht mit zum Beispiel bei der weiß-blauen Geschenkeaktion? Das sind doch positive Themen des Vereines. Die sind viel größer. Sind eine Anzahl auch viel mehr. Über die reden wir irgendwie gefühlt viel zu wenig, empfinde ich. Das muss man sich irgendwie rechtfertigen, weil ja, jemand eine falsche Wertekultur hat. Da müssen wir uns in die Haftung nehmen. Oder vielleicht, das muss er sich auch selber fragen, total hirnverbrannt ist. Also das, nochmal, ich weiß nicht, was er aber den Schal bei eBay oder sonst was angeboten hat. Ich will das jetzt auch nicht hier, sondern wie kann man einen älteren Mann im Rücken springen, bloß weil ihm ein Kleidungsstück nicht gefällt? Das ist,
Ich habe gesagt, aber deswegen kann man sich doch als Verein nicht, oder als Hansa-Fan nicht rechtfertigen müssen, sondern kann sagen, davon distanziere ich mich. Ich kläre mich auch dagegen ab, das sind nicht die Werte, für die mein Verein steht. Da ist viel mehr mitgetan. Aber da muss er sich doch nicht rechtfertigen bei einer Kaffeerunde. Also. Es wird tut mir leid, dass er es dann tun muss und dass er es gemüßigt fühlt, so zu machen, aber muss er nicht. Wenn wir beim Thema dann Ostseestadion sind, eine der häufigsten Fragen zu diesem Thema ist, wann gibt es da mal eine Verlegung des Gästeblocks beziehungsweise eine Trennung von Südtribüne und Gästebereich, dass es dort nicht zu Aktionen kommt, weil man sich einfach zu dicht nebeneinander begegnet? Kann ich gar keinen Zeitkorridor nennen und kann auch sagen, vielleicht passiert es auch nie. Hat einfach unterschiedliche Fragestellungen, die damit verbunden sind. Wir hatten es ja bei der Mitgliederversammlung auch thematisiert, dass derzeit noch Gutachten drin sind. Also es hat ja auch einen Grund, ich fange mal anders an, hat ja einen Grund, warum der Gästeblock erstmal da steht, wo er steht. Das Stadion wurde konzeptioniert. Der ganze Anfahrtweg vom Bahnhof hin bis zur Fanleitung ist optimal so. Da sind sie auch alle einig. Das ist optimal so. Wie ist die Südtribüne entstanden, ist eine ganz andere Geschichte. Muss ja jetzt nicht den kompletten Dings machen. Fakt ist, wir haben jetzt den Umstand, der nie so geplant wurde. Dann hat man verschiedene Sicherheitskonzepte vorgenommen. In der dritten Liga haben die aber allerdings auch nie so die ganz große Rolle gespielt. In der zweiten Liga haben wir jetzt Stück für Stück Sachen nachgeschärft und natürlich auch die Untersuchung vorgenommen. Ist es denn grundsätzlich möglich, wenn man eine Optimallösung, vermeintliche Optimallösung haben will, diese Blöcke voneinander zu trennen, kann man den Gästeblock verlegen und wenn ja, wo? Man schießt sofort auf 8, 9. Kann man das da machen, weil das wäre der maßgebliche Block. Grundsätzlich sagt das Gutachten, das ist möglich. Und das zeigt auch auf, wie es möglich ist. Mit aber auch Kontraposition. Das gehört auch einfach zur Wahrheit dazu. Natürlich macht man sich den Ostparkplatz ein Stück weit kaputt, weil die Busse dann verlängert fahren müssen. Und sie müssen auch abgesichert werden. Wir müssen ganze Brücken bauen, damit die Fans irgendwie keine Querung mit den Heimfans haben, damit wir es hinbekommen. Das ist unter anderem drin. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, dass ein Kindergarten dort ist in der Nähe. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn dann etwas im Hintertorbereich passiert, ist ein Kindergarten nicht weit weg. Auch da müssen wir dran denken. Wir sind sehr nah an einem Wohngebiet. Hinten sind wir im Bahnsdorfer Wald. Auch das spielt eine große Rolle für mögliche Einsatzlagen und Anfahrtswegebeziehungen beziehungsweise den zweiten Weg, wo reisen die Busse ab. Das sind also alles Themen. Und was das vielleicht wichtigste Thema grundsätzlich ist, dort sitzen natürlich auch Fans, etablierte Fans. Etablierte Fangruppen. Und es gehört zum normalen Umgang dazu, dass man mit diesen redet und sagt, das könnte passieren. Übertrieben gesagt, Ober sticht unter. Das ist ein Spruch, den ich eigentlich ungern nutzen mag, aber natürlich Sicherheitsaspekte, um einen Stempel und eine Lizenzierung zu bekommen, gehen dann im Zweifelsfall natürlich vor. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir haben ein lizenziertes Stadion und ist die Situation da besser? Ich habe ja gerade auch so ein paar Sachen gestellt, aber wir haben dort Fans, die dort sitzen. Und wo gehen die hin? Wo können wir ihnen eine Heimat überhaupt bieten? Und wenn ich das Wort Heimat sage, dann werden die mir sagen, das ist meine Heimat. Zu Recht. Und ob irgendwelche Leute Fangruppen mögen, Fans dort mögen oder Einzelpersonen mögen oder sonst, spielt ja keine Rolle. Es sind auch Fans des FC Hansa Rostock. Und dem muss man natürlich dann auch irgendwie ins Gerede kommen, wenn man überhaupt dieses Obersteht unter, wie findet man dann eine Möglichkeit? Und ich warne auch ein bisschen vor der Situation, das sage ich auch ganz klar, dass wir dort dann einen zwar anders geleiteten Fanblock haben, aber vielleicht genau die gleiche Situationslage. Weil das Stadion, wie auch da die Veränderung im Stadion, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, gerade in Bezug auf, ich sag mal, Position 9a, ist ja auch bekannt. Gibt tatsächlich den Vorschlag, mit der Süd zu reden, ob sie sich einen Umzug auf die Nord vorstellen könnten. Aber ich denke, das ist angesichts der Anzahl von Plätzen dort auch ziemlich schwierig, was dann die Umgruppierung von Leuten, die aktuell auf der Nord sitzen, auch ja teilweise jahrzehntelange Jahreskartenbesitzer, dann nicht ganz so einfach. Ne? Ah, das, wie ich hatte gerade von Heimat gesprochen, aber das sind ja Diskussionen, die können wir doch gerne auf der Mitgliederversammlung führen. Da sind doch auch Vertreter dann da auch miteinander. Fragen kann man alles, man muss auch mit den Antworten dann auch leben können. Und wir sind hier nicht... Komm mir vor, du sagst ihm das, dann macht er das und dann macht er jenes. Und so einfach funktioniert es doch nicht. Wir reden doch über gewachsene Strukturen. Natürlich haben wir im anderen Stadion immer auch wieder Situationslagen, wo wir Veränderungen haben. Im kleineren Bereich. Und die haben auch schon wehgetan. Wenn ich gerne über die Geschichte Block 32 oder so denke, die auch jedem wehgetan haben, aber wo es gar keine andere Lösung gibt. Und man versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Auch da reden wir natürlich dann über kleinere Gruppen. Bloß wollen ja nicht das so wegschieben, dass es sowas nicht
doch gibt, aber wir reden dort über ganz große Sachen, wo mehrere tausend Leute dann umziehen müssten und das Wort Heimat natürlich dann auch in sich haben, mit ganz gewachsenen Strukturen, also gerade wenn ich die Promenade auch angucke, wie dort die Fangruppen sich auch mit verewigt haben und so weiter, also das ist ein Stück Identität, will ich nicht sagen, dass es auf der West oder Nord oder sonstiges Grün nicht stattfindet und dann noch bis hin zu einem Verdrängungsprozess, also da müssen ja dann andere tausende Dauerkartenbesitzer auch dann weichen im Zweifelsfall. Boah, das wird ein ganz komplizierter Prozess. Mhm. Also eigentlich kannst du sowas nur machen, wenn du ein Stadion komplett neu planst. Und das Stadion ist aber da. Ich freue mich, dass es da ist, muss ich auch mal ganz klar sagen, bevor das hier einen ganz komischen Slang kriegt. Aber das ist überhaupt nicht denkbar. Aber fragen kann man alles, diskutieren kann man über alles. Man muss aber auch mit den Antworten leben. Nichtsdestotrotz ist unser Auftrag, die Sicherheit im Stadion bestmöglich zu gewährleisten. Und mit diesen Gutachten sind wir jetzt konfrontiert. Wir haben noch ein zweites Gutachten. Aber im Moment haben wir natürlich auch viele, viele Maßnahmen im Gästebereich vorgenommen, wo wir in den letzten zwei Jahren natürlich auch immer mehr Schwachstellen oder die Schwachstellen dann aufgrund der Gegner, die uns dann natürlich auch besucht haben, einfach festgestellt haben. Jetzt zuletzt Schalke 04. Und die Maßnahmen, die wir daraus getroffen haben, dass wir natürlich irgendwie gefühlt das ganze zweite Gutachten schon fast umgesetzt haben. Ja, jemand schrieb die Frage, er hätte beim Testspiel gegen Lübeck die Übertragung von Hansa TV gesehen und hätte dort keine baulichen Veränderungen im Gästeblock sehen können. Ich glaube, es ist auch ziemlich schwierig, aus der Kameraperspektive da Details erkennen zu können. Wie ist der Stand der Dinge, was gerade den Gästebereich und auch den Übergang in Richtung Süd angeht, mit den geplanten Maßnahmen, liegen wir da im Plan? Ja, wir liegen im Plan. Ich sage, leider sieht man das. Er sagt ja, er hat noch nichts gesehen. Also ich würde mich freuen, wenn man Maßnahmen macht, die man nicht unbedingt optisch, wer weiß, wie martialisch stehen muss. Leider sieht man den 4 Meter hohen Zwischenzaun, der beide jetzt trennt, gerade wenn die Scheibe möglicherweise durchbrochen wird, wie es jetzt gegen Schalke stattgefunden hat, oder der andere Zaun dann doch im Zweifelsfall zu niedrig ist. Die Pufferzone an sich hat funktioniert. Die Fangruppen sind ja nicht aufeinander getroffen. Aber da haben wir Maßnahmen vorgenommen, die man leider auch im Stadionbild sieht und das Stadion nicht unbedingt schicker machen. Das gehört zur Wahrheit auch dazu, aber wir sind vollkommen im Plan mit allen Maßnahmen, die wir gemacht haben und werden zum HSV die wesentlichsten Maßnahmen auch alle umgesetzt haben. Diese Verstärkung des Gästeblocks, ist das eine Dauerlösung, eine Zwischenlösung? Hängt das davon auch ab, wie es tatsächlich mit dem Gästeblock weitergeht? Zwischenlösung. Wir beauftragen ja da gerade ein Gutachten. Wir haben auch noch andere Herausforderungen, Pufferbereiche, die wir sehr groß im Stadion haben. Wie kann man die reduzieren? Das ist ja auch eine Anforderung an das Gutachten. Wir haben den Umstand, dass wir nicht immer unbedingt 10% den Gästen zur Verfügung stellen können. Das ist halt auch ein großes Problem. Wir selber legen ja sehr Wert auf Fanrechte und so weiter. Da müssen wir auch selber sehen, dass wir im Moment ein Stadion haben, das nicht gerecht werden kann, den 10%. Dann im nächsten Schritt nicht gerecht werden kann. Wir können nur Stehplätze bei großen Hochrisikospielen rausgehen, also keine Sitzplätze zur Verfügung stellen. Und das sind alles Aufgaben, die in diesem ganzen Gutachten halt auch eine Rolle spielen. Deswegen das, was wir jetzt sehen, ist auf jeden Fall nur eine Zwischenlösung, weil auch wenn wir den Bereich dort erhalten könnten, mit allen Sicherheitsaspekten und allen weiteren, dann stellen sich die ankommenden Fragen auch: Reduzierung Pufferblöcke, wie können wir den Gästen 10% zur Verfügung stellen, wie können wir Sitzplätze integrieren und so weiter. Ist eine Frage gewesen tatsächlich, Pufferblöcke, kann man das so pro Spieltag, sag mal, wenn der Gästeblock wirklich sehr gut gefüllt ist oder am Rande der Kapazitätsgrenze, beziffern, wie viel Geld Hansa da verloren geht, allein durch die Pufferblöcke, weil ja dann ein gewisser Abstand eingehalten werden muss? Ja, wenn ich das hypothetisch betrachte, dann müsste ich ja davon ausgehen, dass sie ausverkauft werden. Dann sind das schon Größenordnungen um die 250.000 bis 600.000 Euro, je nachdem, wie qualitativ, also vom Preis, ich diesen Platz dann ansetze. Ist das ein Saisonwert oder? Ein Saisonwert, 250.000 bis 600.000 Euro. Das kann man relativ einfach überschlagen. Jeder kennt die Preise im Ostseestadion. 1.000 Plätze sind ungefähr alleine nur beim Süden 21A. Kann er sich mit dem Kartenpreis hochrechnen, ja. Weiß er zumindest schon, was der Wert dort ist. Also es ist ja nicht nur im Süden 21A, wir reden noch über 22A. Wir reden auch im Osten teilweise über Pufferbereiche und so weiter. Ja, sicher, da sind teilweise komplette Blöcke dann leer, um diese man kennt ja unsere Sollkapazität, ne? Man kennt ja unsere Sollkapazität im Stadion von 29.000. Und man erlebt ja, dass wir nie 29.000 melden können. Robert, zum Abschluss des Gesprächs erstmal vielen Dank für deine Zeit, für die ausführlichen Antworten. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum, auch noch über dich ganz kurz persönlich zu sprechen.
und dein Verhältnis zum FC Hansa Rostock in den kommenden Monaten, das wird sich ein bisschen ändern. Du wirst dir eine Auszeit gönnen. Ja, das Verhältnis ändert sich garantiert nicht. Aber wir haben es ja bekannt gegeben in der Pressemitteilung, dass ich nach 8 Jahren halt, ich weiß nicht, hab das den Mitarbeitern auch gesagt, dass es natürlich oftmals leichter ist, über andere Themen zu sprechen. Wenn es um einen selber geht, dann versuche ich mich deswegen an den Fakten zu halten, weil es dann ein bisschen schwieriger ist. Die Fakten sind einfach, dass man natürlich nach 8 Jahren immer mal wieder, und wer so einen Job macht, beziehungsweise auch viele Kollegen ja auch gehabt, die sich bei mir dann auch danach gemeldet haben, dann ist das nicht nur sehr, sehr kräftezehrend, sondern ist sicherlich auch nicht an den einen oder anderen Punkten gesundheitsfördernd. Und es gab schon oft einmal Warnsignale, die hat man dann immer versucht, natürlich auch irgendwie zu umgehen. Aber jetzt ist es wirklich so weit, dass mein Arzt mir einfach mal die gelb-rote Karte, rot, dann bist du ja schon leider woanders, aber die gelb-rote Karte gezeigt hat, und das habe ich wahrzunehmen. Ich habe auch mit der Familie drüber gesprochen und so weiter, und das geht dann aber in einem bestimmten Moment nicht mehr. Und mir tut das total schwer, mir ist das schwer, darüber zu reden, mir fällt das auch schwer, da sicherlich die Auszeit zu nehmen. Ich habe es auch mit der Mannschaft gesagt, wo ich auch schon viele Spieler sehr, sehr lange kenne und ja, durch einige Gegenwinde gelaufen bin. Und eigentlich, das sage ich auch ganz offen, dass eigentlich das ist, Gegenwind klingt ja immer, da muss eine Situation da sein, aber wer mich kennt, weiß, dass ich da eigentlich gerne reinlaufe, dass das die Sachen sind, an denen man dann auch gemessen werden eigentlich möchte. Wenn ich der letzte Saison dann auch an den Klassenerhalt denke, das sind die Situationen, die möchte man sich dann, ich mag nicht, dass es überhaupt so weit kommt, aber wenn die Situation da ist, dann möchte ich mich denen auch stellen. Und das tut mir auch in der Seele weh, dass es in dieser Saison ich sie nicht ganz bis zum Ende begleiten kann. Habe ihnen aber auch gesagt, wie den Mitarbeiter das gesagt hat, ich glaube ganz fest daran. Die haben schon einiges gemacht und die Qualität haben sie alle, aber bei einem Qualitätsgelaber, die Wahrheit zählt auf dem Platz. Und da müssen wir die Leistung bringen, alle gemeinschaftlich, dann werden wir auch die Fans anzünden und dann werden wir auch unser Saisonziel erreichen. Wirst du sich tatsächlich so richtig den Stecker ziehen und dich auch weit weg vom Stadion dann aufhalten in dieser Zeit, in den Monaten? Nein, also das, wie genau das jetzt alles noch weitergeht, das ist ja auch mit dem Arzt jetzt die nächsten Themen. Ich glaube, es musste auch erstmal raus in der ärztlichen Begleitung. War ja zwischenzeitlich auch schon rausgenommen worden vom Arzt. Das darf man, hat vielleicht jetzt hoffentlich dann auch nicht so jeder mitbekriegt. War in der Zeit, glaube ich, auch aktiver im Einsatz, als es eigentlich hätte sein wollen, durch die Begleitumstände, die dann gerade im Dezember noch passiert sind. Aber so ganz alleine kann ich den Prozess nicht bestimmen. Der ist natürlich in Begleitung, kann auch nicht genau sagen, wie lange das stattfinden wird. Aber man hat sich bewusst ein Zeitfenster gewählt, was wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist. Und schauen wir, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Ich werde Hansa definitiv fest im Blick behalten, aber muss mich dann auch ein Stück rausnehmen und in einer Form rausnehmen, weil sonst gelingt es natürlich überhaupt nicht. Wir werden dich wiedersehen in einem Zeitrahmen, den wir vielleicht heute nicht wirklich genau dann festlegen können. Haben mich auch einige gefragt. Ich habe das ja auch kurz davor auch ein paar Leute mit ins Vertrauen genommen und da ist immer natürlich auch schon die Frage, also heute von jemandem gefragt worden, habe gesagt, bei denen, wie es dann, ist das natürlich schwer, wenn man das erstmal aussprechen muss, aber bei den Resonanzen, wie sie dann gekommen sind, auch, ich konnte nicht an jedes Telefonat rangehen, das sei auch verziehen dann in dem Moment, aber mit einigen habe ich dann gesprochen und es sind dann natürlich auch ehemalige Kollegen, ob das Paul ist oder Pieke oder sonstiges, mit jemandem länger darüber redet, aber auch viele andere Wortmeldungen, das bestärkt mich nur, nachdem es auch ausgesprochen ist, wie der Umgang ist, ich will. Das war auch mal angesagt, ich habe mich da ganz klar committed, als ich das im Aufsichtsrat gesagt habe, war ja noch nicht klar, wie wir eine Lösung finden, alle Gemeinschaft. Es musste ja erstmal das Problem benannt werden, wie der Aufsichtsrat reagiert hat, wie man dann sich auf etwas committed hat, wie die Reaktionen jetzt sind. Für mich steht das felsenfest, dass ich zurück möchte danach, da bloß den Prozess nicht behindern und auch nicht dafür sorgen, dass man das alles zu schnell macht. Aber für mich committe mich da ganz klar, das ist... Wenn man die Schlösser nicht wechselt und mich wieder reinlässt, dann werde ich das tun. Davon gehen wir ganz fest aus, dass das passiert. Und wir haben den Vorstand um eine Person erweitert. Jürgen Wieland wird erster Stellvertreter und in der Zeit, in der du nicht da bist, quasi amtierender Vorstandsvorsitzender sein. Jemand, den du auch selber mit ausgesucht hast. Ne? Ich hatte es ja gesagt, als ich das dem Aufsichtsrat damals mitgeteilt hatte, da mussten wir auch alle erstmal drüber schlafen und Lösungen entwickeln. Und wenn ja, wie könnte eine Lösung und so weiter aussehen, dann denkst du natürlich auch darüber dann auch im Wesentlichen nach, nachdem wir ungefähr gesprochen haben, natürlich mit Rücksprache mit dem Arzt, wie könnte sowas aussehen, hat man dann auch darüber nachgedacht, okay,
wie könnte denn das aussehen? Also wie wäre das denn machbar? Und da bin ich unter anderem auf Jürgen Wieland gekommen oder vor allem dann auf Jürgen Wieland gekommen, weil seine Lebenssituation auch die ist, die er hat, weil ich ihn seit 10 Jahren kenne und weiß, was er leisten kann, auch in Situationen. Das habe ich auch im ersten Gespräch dann gemerkt, wo er jetzt ja auch hier war, sich Mitarbeitern vorgestellt hat, dass er auch dann wirklich auch genug Erholungsphase hat, dass er eigentlich schon die Ärmel hochkrempeln will, aber er kann halt erst ab 1. März anfangen aus seiner persönlichen Situation heraus und traue ihm das vollumfänglich zu. Das muss man aufpassen, dass es nicht arrogant klingt, weil Jürgen ist auch ein bisschen älter und sich hat schon ein paar mehr Sachen auch durchgemacht und hat definitiv Managementqualitäten, wo ich ihm ganz klar zutraue, dass diese Prozesse, die beim FC Hansa Rostock anstehen, dass er die vollumfänglich als CEO dann, weil er wird ja dann auch der CEO sein, da brauchen wir ja nicht über einen Schattenkönig im Nachgang irgendwie reden oder sonstiges, das hasse ich wie die Pest, der wird die Entscheidung dann treffen kann und er hat das Potenzial, nicht nur dazu, Potenzial ist ein ganz fertiges Gotteswort, hat das Fähigkeiten dazu, die Geschäftsstelle hat die Fähigkeiten dazu, der ganze Verein hat die Fähigkeiten dazu, durch so eine Situation definitiv durchzukommen. Und das ist für vielleicht mein Wunsch, sozusagen gesteckt, durchzukommen, weil in jedem Risiko liegt auch immer eine Chance. Man emanzipiert sich, auch glaube ich, auch auf der Geschäftsstelle, eine Ebene, wo man doch vielleicht noch ganz gerne mal die Rücksprache gesucht hat, wo man jetzt doch mehr in die Verantwortung treten muss. Ich glaube, dass das für Mitarbeiter wirklich sehr, sehr gut auch sein kann, wenn sie selber mal Verantwortung noch mehr übernehmen müssen. Also es ist ja nicht so, dass sie keinen übernehmen, aber noch mehr in die Forderei mit reintreten müssen, dass das für alle drumherum auch gut sein kann und dass es auch gut sein kann, dass so ein erfahrener Manager wie Jürgen Wieland auch nochmal einen Querblick reinwerfen kann und vielleicht mit einer ganz anderen Sichtweise vielleicht auch nochmal sagt, da könnte man so das vielleicht nochmal besser machen. Wir sind ja auch nicht alle komplett oder haben die Weisheit nur für uns gepachtet. Das könnten auch alles positive Schritte sein für Hansa, glaube ich fest dran. Ich glaube ganz fest daran, dass du extrem gestärkt zurückkommen wirst und dann, wenn der Akku wieder voll ist und du dich bereit fühlst, uns dann auch wieder mit voller Kraft zur Verfügung zu stehen, dass das auch passieren wird. Und ich denke, ich kann da im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, dass wir dir alles Gute für die kommenden Monate wünschen und ganz fest an deiner Seite stehen und uns auf den Tag freuen, wo du dann hauptamtlich wieder durch die Tür gehst. Alles Gute für dich. Danke, ja, Robert. Vielen Dank. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir werden dieses Format natürlich in regelmäßigen Abständen weiterführen und euch dann vorher dann auch informieren, wenn ihr dann auch wieder Fragen stellen könnt. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bleibt gesund.